I could cast away my feelings while you look for something better. And if we're both living lies and towing lines, why does it feel like I'm the only one? I tried to let my guard down, and I stepped back enough to give you what you want, but you're running away and I'm not gonna stop you. I hope you find what you've been looking for, but missing you. I do, I never needed you. I'm moving forward with or without you. Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf Antenne Ball, 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und wir sind mit diesem Freitagsspiel heute bereits schon live. Ein kleiner Zufall, der das ermöglicht, nämlich heute Morgen bin ich aufgestanden, nicht heute Morgen, gestern Abend nach der Arbeit habe ich spontanerweise mal einen kleinen Corona-Test gemacht und der ist mal wieder erneut positiv. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon den Fall gehabt, mir geht es erstaunlich gut, also ich bin jetzt nicht irgendwie krank oder sonstiges. Mir geht es erstaunlich gut, aber ich bin trotzdem rücksichtsvoll und denke, auf Arbeit jemanden anstecken, das will ich eher weniger. Somit bin ich aber trotzdem in der Lage, heute zu kommentieren für euch und denke mir, komm, dieses Freitagabendspiel, das werde ich machen. Und da haben wir heute ein wirklich interessantes Duell auf dem Polster, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. An die treuen Zuschauer, treuen Zuhörer von diesem Kanal, die können sich erinnern an das Hinspiel in der Hinrunde.
wo Werder Bremen nach fast einer Viertelstunde mit 3-0 bereits geführt hatte gegen Borussia Mönchengladbach. Die Begegnung hatte auch ich kommentiert gehabt. Und ob das heute genauso werden wird, ich mag es bezweifeln, aber wir sind gespannt, was passieren wird. Und vor allem, wie beide Trainer heute die beiden Mannschaften hier jeweils aufs Spielfeld lassen. Es ist eines klar, beide Mannschaften brauchen dringend 3 Punkte. Beide Mannschaften sind derzeit punktgleich in der Ligatabelle. Beide haben 30 Punkte momentan in der Tabelle. Das ist für Borussia Mönchengladbach nicht viel, für Werder Bremen aber sehr, sehr gut. Also Werder Bremen, die sind zufrieden mit diesem Punktepolster, was sie besitzen. Allerdings haben wir gesehen, dass unten mittlerweile am Ende der Tabelle nach und nach immer mehr Vereine punkten. Und deswegen muss auch Werder Bremen wieder in den nächsten Spielen anfangen, dicke, dicke Punkte mitzunehmen. Und vielleicht funktioniert das ja schon heute hier im Borussia Park bei Borussia Mönchengladbach. Es ist das einzige punktgleiche Duell an diesem 25. Spieltag. Beide Mannschaften stehen, wie schon gesagt, bei 30 Punkten. Und es ist ein anderes Spiel, was uns interessieren kann, nämlich das Spiel der Stürmer, die am meisten auffällig sind. Wir haben heute das Stürmerduell der meisten Torschüsse. Das wäre einmal Markus Thüram bei Borussia Mönchengladbach. Der hat insgesamt 71 Torschüsse in der Bundesliga absolviert. Und Füllkrug knapp dahinter mit insgesamt 69 Torschüssen. Und das wird das interessanteste Duell sein. Das sind die zweitmeist vertretenen Spieler, was in der Torschussstatistik betrifft. Und die werden heute hier gegeneinander spielen und werden auch beide jeweils in der Startformation heute auflaufen für ihre Mannschaften. Zudem kommt ja noch, dass Füllkrug derzeit der Torschützenführende ist in der Bundesliga mit 15 Treffern, was natürlich einige zum Staunen bringt. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch heute der nächste Treffer hinzu bei Niklas Füllkrug. Schönen guten Abend an alle, die im Chat dabei sind. Vor allem hier Alex, Max, Springer, dann haben wir Stefan, Weltpropheten, Nick und auch Tim. Schön, dass ihr alle dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Tim schreibt hier gerade rein, jo, hab dich das erste Mal gesehen, da war letztes Jahr DFB-Pokal, Viertelfinale, da war ich unter den ersten 125 Abonnenten. Kuss geht raus, hast es gerissen. Schöne Grüße zurück an dich, lieber Tim. Schön, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast und hier eingeschaltet hast. Wir hoffen, dass du jetzt des Öfteren dabei bist. Vielen lieben Dank für die tollen Worte, aber. Ja, mir geht es derzeit ganz gut. Danke für die Besserungswünsche. Morgen kommt dann mein PCR-Test reingeflattert vom Arzt, so hieß es zumindest. Und da werde ich ja sehen, ob ich wirklich dann positiv bin oder negativ bin. Ich habe ja schon öfters mal gehört, dass die Tests, die Schnelltests nicht wirklich ganz zutraulich sind. Ja, mal schauen, was am Ende rauskommt. Aber darauf möchten wir uns jetzt gar nicht konzentrieren. Wir möchten uns wirklich auf die Begegnung heute konzentrieren, auf dieses Spiel an diesem Freitagabend, die Eröffnung des 25. Spieltages. Es ist, wie gesagt, für mich persönlich ein sehr interessantes Duell, weil wir uns auf eine unfassbar gute Stimmung freuen können im Borussia Park. Allgemein die Kulisse im Borussia Park ist immer wieder faszinierend. Mir macht es besonders viel Spaß, aus diesem Stadion zu kommentieren, beziehungsweise halt hier aus dem Studio für euch die Atmosphäre preisgeben zu können. Und worauf wir uns auch einstellen können, ist, dass heute der Trainer Daniel Farke die Mannschaft auf jeden Fall einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat. Da müssen Punkte her für Borussia Mönchengladbach. Es ist die zweitschlechteste Bundesliga-Saison nach aktuellem Stand, den sie je gespielt hatten. Die letzte Saison, wo sie so schlecht waren, war damals die Saison, als sie in der Relegation es geschafft haben, sich noch zu halten in der Liga. Aber seitdem nicht mehr so schlecht wie dieses Jahr aktuell mit 30 Punkten nach 25 Spielen. Wir schauen mal auf den Spieltag Nummer 25. Was erwartet uns denn an diesem Wochenende? Und da blicken wir doch mal drauf auf die Spieltagsübersicht und sehen da hier gerade mal eingeblendet, wie es ausschaut. Also heute Abend Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen mit mir als Kommentator. Und morgen gibt es dann um 15.30 Uhr, dank Corona, so schade, ist auch, so dumm wie es auch klingt, aber es ist ja die Wahrheit. Dank Corona gibt es dann morgen auch um 15.30 Uhr eine Begegnung, die von mir kommentiert wird, nämlich der FC Augsburg gegen FC Schalke 04. An die, die jetzt fragen, warum genau dieses Spiel, das liegt nicht daran, dass ich Schalke-Sympathisant bin, das liegt daran, dass ich diese Begegnung neben Hoffenheim und Hertha mit am interessantesten finde an diesem Spieltag, weil es schon richtungsweisend ist. Sollte nämlich Augsburg verlieren gegen Schalke und Schalke sollte gewinnen, wird das Feld da hinten noch enger, weil ein ja, 3-Punkte-Polster, das in Schalke einfahren könnte, den Abstand zu Augsburg auf jeden Fall minimieren würde. Und bei Hoffenheim gegen Hertha, das morgen auch um 15.30 Uhr stattfindet, werden wir mal schauen, wer da dem anderen die wichtigen Punkte klaut. Vielleicht gibt es am Ende auch eine Punktteilung. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel in Sinsheim.
So, nochmal, also ganz, ganz locker, nochmal von neu. Also, morgen 15.30 Uhr, Hoffenheim gegen Hertha, Augsburg gegen Schalke, das Spiel dann live bei uns auf Antenne Ball. Dann zeitgleich noch Bochum gegen RB Leipzig, Stuttgart empfängt VfL Wolfsburg. Und am Abend um 18.30 Uhr wird dann Marvin für euch live im Einsatz sein bei Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Und am Sonntag habt ihr insgesamt 3 Spiele, alle live bei uns auf Antenne Ball. Ihr habt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München und zum Abschluss um 19.30 Uhr FSV Mainz 05 gegen den Sportclub Freiburg aus dem Breisgau. Das auf jeden Fall hier bei uns das Programm am 25. Spieltag. Da sind einige sehr interessante Begegnungen dabei. Ich glaube, zum Rauspicken kann man mal ganz klar das Spiel nennen. Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln. Köln gefühlt in einer Krise. Nicht nur gefühlt, es ist einfach wahr, dass sie in einer Krise stecken. Und dort sind wir mal gespannt, wie der morgen die Kölner sich in Dortmund schlagen werden, nachdem Dortmund das Revierderby gefühlt hergeschenkt hatte. Ja, und dann am Sonntag Leverkusen gegen Bayern. Das ist ein Spiel, wo ich auch sage, das ist noch nicht ganz entschieden, wer da die 3 Punkte mitnimmt. Da finde ich Leverkusen immer noch in einer Lage, zu Hause den Bayern Punkte wegnehmen zu können. Das also der Spieltag Nummer 25. Wir schauen dann morgen nochmal genauer drauf und auch nach dem Spiel nochmal für die, die zugeschaltet haben, den Überblick zu verschaffen, was uns alles so erwarten wird an diesem Wochenende. Dann würde ich sagen, blicken wir mal auf die Ausstellungen. Wir haben 20.17 Uhr, es geht also gleich los, wobei wir es mit der Ausstellung eigentlich gleich machen können. Ich würde sagen, ich bereite das nebenbei nochmal schnell vor, weil dann können wir eigentlich schon ins Stadion gehen und die Kulisse uns anhören, die 2 Hymnen anhören. Einmal bei Borussia Mönchengladbach, die Seele brennt, und natürlich dann die ganz bekannte Hymne mit die 11 vom Niederrhein. Ja, mal schauen, wie viele Borussia Mönchengladbach-Fans heute dabei sind bei uns im Chat und auch wie viele Bremen-Fans bei uns heute dabei sein werden. Das wird mich dann nachher mal interessieren. Wir werden nachher den Aufruf machen und mal nachfragen, wer von euch für wen ist. Momentan haben wir eine Umfrage am Laufen. Nämlich die Voraussage von euch. Was glaubt ihr? Wer macht's? Und wir sehen, momentan sagen 53% von euch, dass Borussia Mönchengladbach heute siegen wird. Dann haben wir 13%, die sagen, es gibt einen Unentschieden. Und 33% sagen, es gibt einen Sieg heute für den SV Werder Bremen. Gerne noch mit abstimmen bei uns in der Umfrage im Live-Chat. Und dann würde ich sagen, an die, die noch nicht dabei sind in unserer Tippgruppe, Ausrufezeichen Kicktipp in den Chat rein und dann bekommt ihr einen Link angezeigt. Darauf könnt ihr draufklicken. Die App ist umsonst und dann könnt ihr gegen die Community hier von Antenne Ball und auch gegen mich einmal bei einem Tippspiel mitmachen. Und am Ende wird der Gewinner, am Ende der Saison logischerweise, wird der Gewinner einen Preis bekommen bei uns auf Antenne Ball. Die schlechte Nachricht für euch momentan ist, dass ich persönlich der Führende bin. So eingebildet, wie das klingt, aber das ist die Wahrheit. Momentan führe ich mit einem Punkt vor Stivo. Grüße gehen raus an ihn, falls er hier dabei sein sollte heute im Chat. Mal schauen, wie dieser Spieltag hier auf jeden Fall gepunktet wird bei uns in der Gruppe in Kicktipp. Gerne Ausrufezeichen Kicktipp in den Chat, wenn nicht auch gerne mal die Mods machen. Und dann würde ich sagen, jetzt einmal das Bundesliga-Intro ab und dann sind wir live aus dem Stadion im Borussia-Park mit den ersten 2 Hymnen. Und dann sind wir auch schon fast direkt im Spiel, denn die ersten 45 Minuten beginnen ja um 20.30 Uhr. Also, jetzt nochmal kurz die Bundesliga-Hymne bzw. das Bundesliga-Intro, selbst von uns kreiert hier zur Einheizung des Spiels. Und jetzt auch mal gerne eure Ergebnistipps in den Chat rein. Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel aus? Schreibt mir jetzt eure Ergebnistipps in den Chat rein, damit ich gleich mal die alle vortragen darf. Also, bis gleich. Dann können wir mal reinhören ins Stadion bei Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder und sind live aus dem Borussia-Park-Stadion hier am Pökeberg. Eine Traditionsstätte, die hier damals vorhanden war. Und jetzt fühlt man sich im Borussia-Park auf jeden Fall sehr wohl hier.
in Mönchengladbach an der Grenze zur Niederlande. Und wir schauen mal drauf auf den Chat, was ihr glaubt, was ihr denkt. Tragen wir mal die ersten Ergebnistipps hier gerne vor. Und haben unter anderem hier den Tipp von Samir, der sagt ein 2:0 für Borussia Mönchengladbach voraus. Ein 3:1 von Tim Weber getippt für Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir von Wettpropheten, der heute ein 3:2 Auswärtssieg für den SV Werder Bremen voraussagt. Und 2:0 tippt Springer einmal für den SV Werder Bremen. Wir haben Nick, der sagt heute ein 3:1 für Borussia Mönchengladbach voraus. Interessant, gerne weitermachen, gerne weiter eure Tipps rein in den Chat schreiben, damit ich sie vortragen kann. Wir haben auch noch Sonnenblumen Bailey, der schreibt 3:1 für Gladbach. Das auf jeden Fall eure Tipps. Mal schauen, was gleich noch alles so reinflattert. Ich würde sagen, wir schauen auf die Aufstellungen. Schauen drauf, wie die Teams heute hier auf den Platz gehen. Und beginnen mal mit der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Ausrufezeichen BMG in den Chat und ihr bekommt das Team von Borussia Mönchengladbach angezeigt. Blicken wir also einmal drauf. Das verschieben wir mal kurz ein bisschen, damit das hier auch alles passt. Jawohl, passt. Also Borussia Mönchengladbach im Tor mit Ondin. Der ist wieder zurück, der ist wieder fit. Und davor haben wir dann die Viererkette. Mit Netz auf der Linksverteidigerposition, Elvedi, Itakura in Verteidigung und Skelly über die Rechtsverteidigerposition. Die Doppel-6 mit Kone und Chris Kramer. Und davor die Offensive mit Stindl, der heute reinrückt für Alisson, Blair und Neuhaus. Auf der 10 Hofmann über die rechte Außenbahn und vorne im Sturm Markus Thüram, der Mann mit den meisten Torschüssen in der gesamten Bundesliga. Von allen Spielern zusammen. Also die beiden Veränderungen zum Spiel gegen Leipzig, wo man 3:0 verloren hatte, sind also Stindl, der für Blair reinrückt, und Omlin, der wieder heute von Anfang an im Tor stehen kann, weil er wieder gesund ist, weil er wieder fit ist. Schauen wir auf das Team von SV Werder Bremen. So sieht's aus, das Team von Ole Werner, und da gibt es auch zwei Veränderungen, die wir gleich vortragen können. Beginnen wir gleich mit der allerersten, nämlich im Tor. Ihr seht schon, Pavlenka ist nicht im Kasten. Es ist der allererste Startelf-Einsatz heute von Cetera. Der wird heute also zum allerersten Mal von Beginn an für den SV Werder Bremen spielen. Der stand schon in der Hinrunde am 6. Spieltag gegen FC Augsburg bereits 61 Minuten zwischen den Pfosten. Heute darf er von Anfang an ran. Gute Besserung hier an Pavlenka, der momentan einen Infekt hat. Dann schauen wir auf die Fünferkette bei Werder Bremen. Auf der Linksverteidigerposition haben wir Jung. Dann in der Dreier-Innenverteidigung haben wir auch eine Veränderung, denn der Italiener Pier Rodia ist heute drin und kriegt auch heute sein Startelf-Debüt. Hatte zwei Einwechslungen gehabt, wo er jeweils 3 Minuten spielen durfte. Heute also auch sein Debüt in der Startelf in der Innenverteidigung neben Niklas Stark und Amos Pieper. Und auf der Rechtsverteidigerposition haben wir Mitchell Weiser. In der 6 macht der Gruev das Feld hinten sozusagen rund und wird aufpassen, dass keiner der Offensive der Gladbacher da durchdringen kann. Und dann vorne die Doppel-8 mit Jens Day und Niklas Schmidt und die Doppelspitze natürlich keine andere als die zwei hässlichen Vögel, so nennen sie sich ja selber, Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug. Das also die Startaufstellung von SV Werder Bremen. Wer diese Aufstellung haben möchte, auch hier Ausrufezeichen SVW im Chat und ihr bekommt das Team angezeigt. Und jetzt würde ich sagen, 5 Minuten vor Spielbeginn genießen wir einmal die Hymne für alle, die da draußen das Borussia Mönchengladbach-Herz tragen, die Vereinsfarbe im Herzen tragen. Einmal gern eure Boxen aufdrehen und wir hören rein in den Borussia-Park zur Hymne, die 11 vom Niederrhein. Bitteschön. Und nebenbei haben wir noch ein paar Tipps, die reingeflattert sind, unter anderem von Stefan, der sagt ein 2:1 für Gladbach voraus. Wir haben Kalle die Kerle, der sagt 2:0 für Werder Bremen. Wir haben Beide Ehrlich, der sagt 2:0 für Borussia Mönchengladbach, nehme ich an. Vincenzo glaubt heute an ein torreiches Spiel, an ein 4:4. Ja, das wäre der Wahnsinn, das sage ich dir. Max Keller sagt 1:0 für Werder Bremen, denn Cetera hält heute die 0. Wollen wir es ihm mal gönnen, heute bei seinem Startelf. Debüt. Und Heiko sagt ein 1:1 voraus, ein Unentschieden.
Und habt ihr gesagt, 2-1 für Borussia Mönchengladbach. Und jetzt genießt ihr ihn. Also ihr hört selber, die Stimmung ist ausgezeichnet hier im Borussia Park und wir sind bereit für ein tolles Eröffnungsspiel des 25. Spieltages hier in Mönchengladbach an der Grenze zu Niederlande. Zu Gast heute SV Werder Bremen von Stadtstaat Bremen. Die Grün-Weißen, die möchten endlich wieder punkten. Auch die sind momentan in einer wirklich schlechten Verfassung, aber gewinnen halt ab und zu trotzdem noch ihre Spiele aus dem Nichts. Die Bremer auf jeden Fall der bessere Aufsteiger von beiden, wenn man sie im Vergleich stellt mit dem FC Schalke 04. Heute also zwei Startelf-Debütanten in der Startformation beim SV Werder Bremen. Da können wir nochmal kurz rausschauen, dass also heute Zetterer der erste von den zwei Debütanten, der heute im Kasten steht für den momentan erkrankten Pavlenka. Und Fabio Chiarodia, erstes Mal Startelf für ihn. Der kommt heute rein für Veljkovic, der heute ausfällt. Und Fabio Chiarodia ist übrigens ohnehin der jüngste Spieler, der jemals für SV Werder Bremen aufgelaufen ist. Momentan 17 Jahre alt und diesen Rekord wird auch kein anderer knacken in diesem Jahr. Das kann ich euch schon in Informationen hier mitgeben. Die Bremer haben heute noch jemanden dabei im Kader, der 17 Jahre alt ist. Das ist Leon Opitz. Der könnte heute auch zum allerersten Mal im Spiel reinkommen für den SV Werder Bremen. Mal schauen, ob wir das heute erleben werden. So, die ersten Spieler sind nun auf dem Platz. Und die ersten Spieler auf der Ersatzbank sitzen bereits auch schon. Die Mannschaften kommen jetzt hier raus. Angeführt vom Unparteiischen, vom Schiedsrichter Tobias Reichel mit seinen zwei Assistenten heute Benedikt Kempes, Christian Bandurski und der vierte Offizielle heute Alexander Satter. Und um das ganze Feld natürlich noch abrunden zu können, haben wir heute den Videoassistenten aus Köln, nicht weit weg von hier, einmal den Rhein hinunter. Dort sitzt dann Marco Fritz im Videokeller. Wir schauen nochmal auf das Team auch von Borussia Mönchengladbach und möchten mal kurz vergleichen mit dem, was wir hier zu Gesicht bekommen, ob da alles stimmt. Die 4-2-3-1-Formation, die stimmt, die passt. Und wir sehen Netz, Elvedi, Itakura und Skelly in der Viererkette hinten. Davor haben wir Kone und Kramer. Und links außen Lars Stindl, der heute reinkommt für Alisson Plea. Auf der 10 Neuhaus, rechts Hofmann und vorne im Sturm Markus Thüram. Wir haben noch ein paar andere Tipps, die reinkommen, unter anderem Mio, der glaubt heute auf einen Befreiungsschlag der Gladbacher. Der sagt ein 7-0 heraus, voraus meine ich. Ja, eher unglaubwürdig, aber man weiß nie, was passieren kann. Wenn man in Hinspiel schaut, dass Bremen mit 5-1 gewonnen hatte gegen Borussia Mönchengladbach, dann kann das genauso realistisch sein. Und T-Rex 1904 sagt 2-1 für VfL, sprich für Borussia Mönchengladbach. Und Wedge Antil schreibt, hau die Leute, ich sage ein 2-2. Voraus für diese Begegnung. Gerne noch mitmachen bei uns in der Umfrage im Livestream-Chat. Sehr gerne noch mit abstimmen. Was glaubt ihr? Wer macht es heute? Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen oder gibt es einen Unentschieden? Macht gerne mit. Und danke an Oliver, der schon mal die ersten 2 Euro hier heute raushaut an uns. Vielen lieben Dank. Lasst dir diese Cola hier gerne schmecken, die du somit gerade am Stadion-Kiosk geholt hast.
Ich hoffe, die Zuschauer passen. Ich hoffe, die Kulisse ist gut. Die Mannschaften sind auf jeden Fall schon mal bereit. Und dann können wir jetzt hier gleich reinstarten. In die ersten 45 Minuten am heutigen Freitagabend. Und hoffen, wir hoffen, dass ihr alle dabei bleiben werdet und dieses Spiel mit uns gemeinsam genießen werdet. In der Community, ihr könnt im Chat immer über alles diskutieren, sachlich bleiben. Das ist die ganz wichtigste Sache überhaupt. Und dann werdet ihr das Spiel hier live von mir 90 Minuten lang kommentiert bekommen. Wie man es aus dem Radio kennt oder auch aus dem Fernsehen. Das Einzige, was fehlen wird, ist halt das Bild. Und das Bild kann ich euch nicht bieten, weil ich die Rechte nicht habe. Dafür bräuchte ich ein paar Millionen Euro. So, da ist er. Der Mann im Tor, Zetterer, hängt sich mal kurz an die Latte, schaut kurz, ob alles passt. Und Gladbach wird anstoßen. Von links nach rechts in den weißen Trikots. Und Werder Bremen von rechts nach links in den schwarzen Auswärtstrikots. Die Bremer mitgereisten Fans zahlreich da und die haben schon mal ordentlich gezündet im Gästeblock. Der grüne Nebel macht sich durch das Stadion breit und das Spiel ist eröffnet. Gladbach also hier mit dem Anstoß nun von links nach rechts und direkt mal der Pass hinter zum Spielaufbau auf Itakura, der heute neben Elvedi in der Startausstellung natürlich wie gewohnt stehen wird. Itakura mit Skelly, die Bremer schon mal direkt nach vorne am Verschieben mit Füllkrug, mit Marvin Dodge. Und natürlich auch mit den Männern dahinter. Da spreche ich von einem Niklas Stark und auch einem Jens Day, der für 4,5 Millionen Euro gekommen ist in der Sommerpause von FC Kopenhagen. Der Däne hat auf jeden Fall europäische Erfahrung und macht mittlerweile seine Arbeit bei Bremen richtig gut. Hat sich richtig, richtig gut in der Mannschaft zurechtgefunden. Am Anfang gab es Startschwierigkeiten im Team, aber mittlerweile hat er sich auf jeden Fall etabliert. So, Einwurf für die Fohlen. In der eigenen Hälfte auf der linken Seite über Netz, der heute auf der Linksverteidigerposition starten wird. Hat sich mittlerweile auch schon in die Mannschaft richtig reingearbeitet. Erster langer Versuch nach vorne mit dem hohen Ball. Erstmal rausgeköpft, aber Markus Thuram steht im Rückraum bereit und hat den Ball immer noch. Am 16-Meter-Rand und holt den nächsten Einwurf raus für Borussia Mönchengladbach. Auf der linken Seite in der gegnerischen Hälfte. Ja, Grüße gehen raus hier an Clara, die im Chat ist und schreibt rein, mein Freund sitzt da live im Stadion und ist jetzt hier allein in der Küche und muss mir Antenne Ball anhören. Ja, genieß es. Genieß es auf jeden Fall. Dein Freund wird heute auf jeden Fall eine gute Stimmung erleben. Ich hoffe, das könnt ihr auch heute hören. Nicht nur meine Stimme, sondern so ein bisschen die Kulisse im Hintergrund. Gladbach nach wie vor hier am Ball und holen hier den nächsten Einwurf raus, Höhe der Mittellinie. Ja, Jackie gerade im Chat schreibt auch den nächsten Ergebnistipp rein. 2:1 der Tipp von ihm oder von ihr für Borussia Mönchengladbach. Dr. Torsi und Alessandro, genauso wie auch Minion, sagen ein 3:1 voraus für Borussia Mönchengladbach. Mal schauen, ob es so am Ende kommen wird. Freistoß Nummer 1 für die Gastgeber in der gegnerischen Hälfte, aber knapp hinter der Mittellinie, also weit weg von Gefahr für den SV Werder Bremen. Elvedi. Daniel Farke bei der Pressekonferenz gestern Mittag mit folgendem. Oh, Achtung, Achtung, die Bremer und Omlin. Ganz abgezockt im Duell gerade gegen Füllkrug. Das war ein katastrophaler Rückpass auf Omlin und Füllkrug hätte beinahe den Ball sogar noch bekommen können. Und dann hat auch Omlin ganz stark mit der Hacke sich den Ball vorbeigelegt. Also das war wirklich gefährlich. Und jetzt kommt Gladbach auf der anderen Seite. Markus Thuram am 16-Meter-Rand spielt den Ball links raus auf Kone. Die Flanke rein an den zweiten Pfosten. Und erstmal geklärt von Jung zur Ecke. Nummer 1 im Spiel. Gladbach mit der ersten Standard. Also hier nach gerade mal 3 Minuten an diesem Abend. Da wäre er das erste Mal gefordert gewesen, etc. Der Mann, der heute zwischen den Pfosten stehen wird. Ecke kommt von Skelly rein Richtung zweiten Pfosten. Der rutscht da mal komplett durch, aber hinten steht Lars Stindl bereit. Und der macht das Spiel komplett breit. Mal über die Hintermannschaft nochmal. Kone. Ball wieder links außen. Da ist jetzt momentan Kramer unterwegs. Hat sich ein bisschen verlaufen. Und Gladbach mit dem Ball ganz hinter zum Keeper. Zu Omlin zurück.
Was für mich kurz die Zeit gibt, mal kurz darauf einzugehen, auf den Mann bei Borussia Mönchengladbach, der Werder Bremen besonders liebt. Das ist nämlich Lars Stindl. Gegen keine andere Mannschaft aus der Bundesliga hat er so gerne getroffen wie der SV Werder Bremen. Ich muss mich korrigieren, er hat allgemein gegen kein anderes Team so oft getroffen wie gegen SV Werder Bremen. Insgesamt 9-mal, 8-mal in der Bundesliga, 1-mal im DFB-Pokal. Und heute darf an seiner Stelle am liebsten noch ein Tor dazukommen. Ja, die Bremer noch nicht mit einmal einem großen Ballbesitz. Ich würde mal so behaupten, die ersten 5 Minuten, die gleich gespielt sind, hat Borussia Mönchengladbach bestimmt 90% Ballbesitz. Das ist der Wahnsinn. Skelly, Itakura, Elvedi und die Bremer sind nach wie vor auf der Suche nach den ersten wirklichen Ballkontakten hier im Spiel. Nächstes Foulspiel. Diesmal von Niklas Schmidt an Kone. Freistoß Gladbach kurz vor der Mittellinie. Ja, lieber Chat und liebe Mods, bitte mal kurz ein Feedback geben zum Thema Ton. Passt es so mit den Zuschauern? Sollen die lauter sein oder nicht? Gerne mich informieren, gerne mal kurz reinschreiben. Ja, Oliver schreibt auch noch seinen Tipp kurz rein. Ein 2-0 ist sein Tipp heute für Borussia Mönchengladbach. Und es gibt den nächsten Freistoß, diesmal Foulspiel erneut von Niklas Schmidt, diesmal aber an Markus Thuram. Und die Position ist schon mal direkt interessanter für uns hier, denn das sind roundabout 20 Meter zum Kasten von Cetera. Mal schauen, wer sich an den Standard wagen möchte. Sehr zentral, eventuell so ein bisschen halb rechts, ein Fall für Hofmann, der dieses Jahr unfassbar gut drauf ist. Danke an meine Mods für die wunderbare Antwort. Freistoß noch nicht freigegeben. Aber er ist bereit, er ist ready. Zwei-Mann-Mauer, die soll reichen. Und Hofmann bringt den Ball rein an den zweiten Pfosten. Und die erste dicke Chance für Elvedi, der den Ball versucht, uns Tor reinzubringen, aber das gelingt ihm nicht ganz. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Trotzdem eine sehr gute Standard, keine Abseitsposition. Elvedi, der am zweiten Pfosten frei zum Abschluss kommt. Da hat die Zuordnung gefehlt. Da hat Jung gepennt. Glück für Bremen, Abstoß hier somit in der 7. Minute und somit auch mal die Chance, endlich den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Renby schreibt rein, der Ton geht, ist okay. So perfekt, so kannst du mich grüßen. Guter Kommentar, hat's geschafft. Grüße gehen raus an dich, Renby, aber auch an alle anderen, so wie zum Beispiel Jackie, Kai und Timmy, genauso wie auch Christian und Paddy. Schön, dass ihr alle dabei seid. Bremen lässt sich viel Zeit beim Abstoß. Jetzt ist er ausgeführt. Ah, ich korrigiere, der Ball war in der Zwischenzeit schon längst auf der anderen Seite. Die Gladbacher hatten gerade den Abstoß gehabt. Somit haben sie wieder die Zeit, den Ball im Spiel zu halten, aber kaum spreche ich das aus, ist es Chiarotti da, der Italiener, 17 Jahre alt, der hinten seine ersten Ballkontakte auch mal sammeln darf bei der Defensive vom SV Werder Bremen. Und Achtung, Thuram, Achtung, die Gladbacher, nächste Chance aus rund 11 Metern. Lars Stindl mit dem Abschluss, weil Bremen hinten den Ball verloren hatte. Stark gemacht von Hofmann und dann war es kein Abseits. Thuram legt den Ball zurück auf den Elfmeterpunkt. Dort kommt Lars Stindl angerauscht und haut den Ball mal über die Latte. Zweite Chance für die Fohlen nach 8 Minuten. Die Bremer mal über die rechte Seite. Foulspiel hier an Mitchell Weiser. Freistoß für die Werderaner auf der rechten Seite und vielen lieben Dank. Minion haut hier ein Geschenk raus, eine Mitgliedschaft an einen zufälligen Zuschauer, der sich hier freuen darf. Vielen lieben Dank an Minion für diese wunderbare, wunderbare Geste und wir sehen, Christian Röding hat dadurch den Mitgliedsstatus bekommen. Vielen lieben Dank. Und es gibt die erste Ecke
auf der anderen Seite für den SV Werder Bremen hier in der 9. Minute. Aus dem Nichts bekommen sie einen Standard geschenkt, die Marvin Ducksch jetzt hineinbringen wird. Ecke kurz ausgeführt. Nochmal Ducksch, die Hereingabe kommt besser, aber dort ist Kramer zuerst am Ball und köpft den Ball erstmal raus in die gegnerische Hälfte, wo Bremen erneut den Spielaufbau dann mal jetzt hier machen darf. Über den Torhüter auch, über Zetterer. Nochmal hier die Information, heute sein allererstes Spiel von Anfang an bei Pavlenka. Erkrankt ist mit einem Infekt. Und heute somit Zetterer in der Startelf. Achtung, die Bremer kommen über Füllkrug, über die linke Seite am 16-Meter-Rand jetzt. Füllkrug abgeblockt, nochmal Füllkrug mit dem Kopf rein in den 16er, aber Manu Kone kann den Ball erstmal rausschlagen. Kein Problem für ihn. Umschaltspiel, vielleicht mal für die weiß gedressten Gastgeber. Über Hofmann, über die rechte Seite, in die Zentrale, auf den Mittelkreis zurück, wo Kone lauert. Bremen mit insgesamt 8 Mann hinter dem Ball. Die gehen sofort die Meter mit nach hinten und rücken sofort hinter den Ball, um die Räume zuzustellen. Itakura, Skelly, der Heber rein Richtung 16 Meter Rand, aber jetzt geht die Fahne auch hoch, Abseitsposition dort von Lars Schindel, Freistoß somit für den SV Werder Bremen, hinten am eigenen 16er. Anthony Jung. Der Pass rein in die Zentrale. Füllkrug, das war abseits. Somit keine große Gefahr für das Team von Borussia Mönchengladbach. Für das Team von Daniel Farke, der natürlich unter Kritik steht bei Borussia Mönchengladbach. Es ist die zweitschlechteste Saison seit ihrer tragischen Saison, wo man in die Relegation musste, aber da bestanden hatte. 30 Punkte seit nach 25 Spieltagen, das ist nicht wirklich die wunderbare Saison von Borussia Mönchengladbach. Und Ole Werner, der meinte gestern in der Pressekonferenz Folgendes: Bei allem, was der Gegner kann und bei allen Schwierigkeiten, die sie haben, die sie uns bereiten, müssen wir Bremer auf jeden Fall einfach nur mutig auftreten. Und da kann ich ihn beruhigen, das hat er auch selber schon gesagt gehabt, das war meistens der Fall in diesem Jahr gewesen, dass die Bremer mutig gespielt haben und wirklich stark gespielt haben. Sie wirken in gewissen Begegnungen auf jeden Fall nicht wie ein Aufsteiger. So viel steht fest. Achtung, die Bremer kommen. Achtung, die Bremer kommen! Dicke Chance! Und gerade so Itakura, der den Fuß dazwischen hat und aus dem 5-Meter-Raum klärt. Da war sie, die Möglichkeit mal wieder aus einem Konter bei Bremen zum 1-0 zu gelangen. Und jetzt Umschaltspiel bei Gladbach. Sie haben es zwar schwer, aber kommen trotzdem in den 16er rein, leicht ausgerutscht und Bremen gewinnt den Ball zurück über den starken Krujev auf der 6er Position. Ein interessantes Spiel hier nach 12 Minuten, das kann man schon mal direkt sagen. Itakura, der Retter in Not nach der Hereingabe von Mitchell Weiser im 16-Meter-Raum. Und die Bremer erneut hinten mit dem Ball in der eigenen Reihe. Die ersten Minuten waren auf jeden Fall sehr, sehr Gladbach-lastig. Aber mittlerweile kann man sagen, seit 5 Minuten sind die Bremer auch im Spiel angekommen. Omlin schaut, was er machen kann. Ducksch und Füllkrug stellen direkt zu hinten und möchten das Kurzpassspiel, den Spielaufbau somit stören und nicht ermöglichen. SV Werder Bremen hat 5 der letzten 6 Auswärtsspiele verloren, außer das 2:0 in Stuttgart am 19. Spieltag. War es nicht ganz so erfolgreich. Heute soll er her, der Auswärtssieg hier im Borussia Park. Und sie bekommen die nächste offensive Aktion, den nächsten Eckstoß auf der linken Seite. Direkt vor der Nordkurve von Borussia Mönchengladbach. Ecke von der linken Seite. Marvin Ducksch
mit der Hereingabe Richtung zweiten Pfosten. Die Bremer kommen nochmal ran und Gladbach klärt erneut ins Tor aus. Nächste Ecke für Bremer. Eckenverhältnis hier nach 14 Minuten 3:1 für die Gäste aus dem hohen Norden. Übrigens, gar nicht erwähnt, Füllkrug heute zum allerersten Mal Kapitän beim SV Werder Bremen, auch zum allerersten Mal allgemein Kapitän in der Bundesliga, so wollte ich das sagen, weil Kapitän war ja auch in der zweiten Liga letztes Jahr für 2 Spiele. Dort hat er ein Spiel gewonnen und ein Spiel unentschieden zu Ende gebracht als Captain für den SV Werder Bremen. Aber heute Debüt für ihn in der Bundesliga als Captain. Ecke kommt. Erstmal rausgeköpft von Stindl, hoch rausgeköpft. Die Bremer versuchen trotzdem mal dran zu kommen. Markus Thuram versucht den Konter, wird aufgehalten von Mitchell Weiser. Die Bremer wieder. Jens Day. Nochmal Day. Spielt den Ball hinter auf Pieper. Und das Spiel wird breit gemacht über Chiarodia, der 17-jährige Italiener, der 2-mal eingewechselt wurde in dieser Saison, aber jeweils so 3 Minuten gespielt hatte. Mehr war da nicht. Mitchell Weiser. Füllkrug. Pieper und wieder Weiser auf der rechten Seite mit dem schönen Pass auf Marvin Dorksch. Die Rückgabe auf Niklas Füllkrug. Das ist der klassische Angriff bei Werder Bremen. Dorksch, der an der Torauslinie, der meistens sofort den Ball reinspielt in den 16er auf den Elfmeterpunkt, wo dann meistens auch Lücke steht. Ich spreche da von Niklas Füllkrug. Nächster Angriff. Wieder Dorksch, wieder die Reingabe in den 16er und wieder ist es einer im weißen Trikot, der den Ball erstmal rausschlägt. Diesmal war es Nico Elvedi. Die meisten Bundesliga-Heimsiege hat Borussia Mönchengladbach insgesamt gegen SV Werder Bremen eingefahren. Insgesamt 31. Und seit dem 1:4 im Oktober 2010 blieben die Fohlen zuletzt 16 Bundesliga-Heimspiele gegen den SV Werder Bremen unbesiegt. Es gab 7 Siege, 3 Unentschieden. Länger wie gegen jedes andere Team. Die Bremer sind auf jeden Fall sehr beliebt hier als Gast im Borussia-Park. Niklas Stark zusammen mit Pieper. Das sind die 2 Neuzugänge im Sommer. Die Top-Neuzugänge als Aufsteiger. Niklas Stark, ein wirklich ambitionierter Innenverteidiger, der bei Hertha BSC des Öfteren gespielt hatte. Meist auch Stammspieler war. Ja, und Pieper, der vom Absteiger kam, von Bielefeld, der sehr heiß begehrt war bei vielen Bundesligisten. Und die Bremer haben sich da wirklich sehr stark verstärkt. So, jetzt mal die Gladbacher über die rechte Außenbahn, über Jonas Hofmann. Im Duell gegen Chiarodia, immer noch Hofmann. Aus rund 20 Metern spielt den Ball raus zu Joe Skelly. Nochmal Skelly auf Kone. Ja, sie müssen sich wieder nach hinten treiben lassen und fallen lassen, da Bremen wieder kompakt hinterm Ball steht und nichts Gefährliches zulässt. Lieber Oliver, liebe Mods, übrigens der Hinweis an euch, den Kiosk, den haben wir rausgenommen. Falls ihr euch wundert, warum der nicht mal angezeigt wird, den gibt es nicht mehr. Habe ich vergessen zu informieren euch. Den haben wir rausgenommen, da ist was Neues geplant, aber noch nicht vollendet. Nur so als Hinweis. Beim Schlussmann der Bremer nun, bei Zetterer, möchten wir nochmal die Ausstellung für euch gerne auch anzeigen. Im Chat mit Ausrufezeichen BMG, Ausrufezeichen SVW bekommt ihr die Teams angezeigt. Und so schaut es auch mal hier aus. Bei Gladbach, bei den Gastgebern die 4-2-3-1 Formation im Tor. Omlin davor die Viererkette mit Netz, Elvedi, Itakura und Skelly. Und Kone mit Kramer auf der Doppel-6. Stindl, Neuhaus und Hofmann auf der offensiven Mittelfeldreihe. Und im Sturm Markus Thuram, der Mann mit den meisten Torschüssen in der Bundesliga. Insgesamt 71. Dahinter kommt Füllkrug, der heute auf der anderen Seite unterwegs ist für den SV Werder Bremen. Und das ist das Team vom SV Werder Bremen mit einer 5-1-2-2 Formation. Wir haben Jung, Chiarodia, Stark, Pieper und Weiser in der Verteidigung. Dann Krujev auf der 6, davor die Doppel-8
mit Stay und Schmidt und die Doppelspitze natürlich mit Doksch und Niklas Füllkrug. Freistoß für die Borussia. 19. Minute, 35 Meter ungefähr vom Kasten entfernt. Im Gästeblock wird auf jeden Fall schon seit Spielbeginn dauerhaft gezündet. Also dort ist heute ordentlich Wärme drinne. Flanke kommt und erstmal raus und köpft ins Seitenaus. Die Gladbacher bekommen nochmal einen Einwurf auf der linken Seite. Zwanzigste Minute. Pieper wieder mit dem Fuß dazwischen. Bremen versucht sich hinten raus zu lösen. Mitchell Weiser macht das jetzt hier ganz gut gegen Netz. Aber Kramer, der hilft damit aus, holt den Ball zurück für die Gladbacher ins Spiel. Jonas Hofmann, rechts wäre Markus Thuram frei. So ist es. Thuram wieder zurück auf Jonas Hofmann. Und die Bremer schmeißen alles rein. Jetzt vielleicht mal Platz für Neuhaus, aber gut aufgepasst von Chiarodia, aber auch von Niklas Stark. Und somit die Bremer bleiben hinten erstmal unangefochten. Haben derzeit alles im Griff. Starkes Debüt hier in der Startelf derzeit vom 17-jährigen Italiener. Einwurf auf der rechten Seite, fast schon an der Eckfahne für die Gladbacher. Über Skelly. Thuram und die Bremer können den Ball wieder zurückgewinnen. Seitenwechsel auf die rechte Seite. Mitchell Weiser hat den Ball bereit. Die Bremer kommen. Marvin Doksch. Langer Ball nach vorne auf Jens Day, der da mitmacht. Ball rein. So ungenau in die Arme von Omlin. Kein Moment für ihn. Kein Problem für ihn. Ja, Werbart, so ist es. Du bist schuld. Kiosk ist jetzt bankrott gegangen, weil du nie vorbeigeschaut hattest. Das ist die Wahrheit. Nein, wir werden uns was Neues überlegen. Aber ihr könnt natürlich immer noch sehr gerne uns jederzeit unterstützen, uns jederzeit was zukommen lassen als kleines Dankeschön oder halt auch allgemein als finanzielle Unterstützung. Wir würden uns natürlich freuen. Nur gibt es halt diesen imaginären Kiosk jetzt nicht mehr aufrufbar, aber trotzdem bekommt ihr für die jeweiligen Beiträge noch, Achtung, die dicke Chance für Gladbach, Markus Thuram nach der Reingabe von Itakura, der scheitert an Zetterer. Zetterer mit der allerersten dicken Parade hier im Spiel. Ich korrigiere, es war nicht Itakura, es war Jonas Hofmann und die Gladbacher kommen nochmal und holen den Eckball raus. Dicke Chance für Borussia Mönchengladbach hier in der 22. Spielminute. Und eine Wahnsinnsparade von Zetterer, der heute im Kasten steht für Jiří Pavlenka. Ecke Hofmann. Von der rechten Seite kommt hoch hinein. Kone scheitert und die Bremer möchten jetzt kontern. Am liebsten kontern über Marvin Doksch. Schweizer kommt mit nach vorne. Und wird jetzt hier geschickt, aber der passt so ungenau und Kone kann ihn ablaufen. Da war viel mehr drin hier gerade für die Veteraner zu kontern in der 23. Spielminute. Die Gladbacher mit dem Spielaufbau über Itakura, über Elvedi nun knapp hinter der Mittellinie. Sie haben auf jeden Fall mehr vom Spiel, das kann man schon mal direkt sagen. Sie haben die viel besseren Torchancen, haben die meisten Torchancen gehabt, plus der gerade eben, das war eine hundertprozentige Möglichkeit gewesen für Borussia Mönchengladbach. Und sie sind jetzt wieder dabei, den nächsten Angriff auszuspielen mit Markus Thuram. Der Mann, der im Finale bei der Weltmeisterschaft gestanden hatte und jetzt hier Handspiel von ihm, Freistoß für die Veteraner
in der eigenen Hälfte. Gladbach hat noch gegen keinen einzigen Aussteiger gewonnen in dieser Saison. Im Hinspiel unterlag man mit einem satten 5:1 im Wohnen-West-Weser-Stadion in Bremen. 5:1. Ja, und gegen die Schalker konnten sie das Hin- und Rückspiel jeweils nur mit einem Remis beenden. Einmal 2:2 und das andere Spiel 0:0. Heute soll er her, der Sieg gegen den Aufsteiger der Bundesliga. Offensivvorspiel von Neuhaus hier an Krujev. Richtig entschieden von Tobias Reichel, dem Unparteiischen in der heutigen Partie. Bis hierhin hat er alles im Griff. Noch kein einziger Einsatz vom Videoassistenten. Gott sei Dank, muss man dazu ja sagen. Wir haben viel zu viele Spiele und viel zu viele Unterbrechungen von Woche auf Woche. Da sind wir froh um jede Begegnung, die keinen Einsatz hat von einem Videoassistenten. Ja, die Gesamtbilanz der beiden Mannschaften im Duell gegeneinander, die ist auf Seiten der Gladbacher mit einem knappen Vorsprung. 41 Siege konnten die Gladbacher einfahren und 39 die Bremer. Ja, und 25 Unentschieden, die gab es auch in diesem Duell. Jetzt die Bremer mal mit dem Aufbauspiel und der super Ballgewinn von Kone. Höhe der Mittellinie. Hat das stark antizipiert, hat das stark drauf gelauert und den Ball erobert. Aber sie können daraus nicht wirklich viel machen, weil die Bremer den Ball zurückerobern. Und kaum spreche ich das wieder aus, gewinnen die Gladbacher den Ball zurück. Markus Thuram, Kone. Thuram erobert den Ball sich mal zurück. Für mich kein Foulspiel, aber für Tobias Reichel war es eins. Freistoß für den SV Werder Bremen in der eigenen Hälfte. Im Hinspiel haben wir nach 13 Minuten schon bereits 3 Tore gesehen. Im Hinspiel gab es eine 3-0-Führung für den SV Werder Bremen nach genau 13 Minuten. Das war die früheste 3-Tore-Führung für Werder Bremen in ihrer Bundesliga-Historie. Da wurde Geschichte geschrieben. Und hier müssen wir uns momentan nach knappen 26 Minuten mit einem 0:0 zufrieden geben. Die Möglichkeit wäre da gewesen für den ersten Treffer am Abend. Ja, danke hier an Oliver, der haut das nächste Abo raus für jemanden, und zwar an Aaron. Da trifft es ja den Richtigen, weil Aaron ist einer, der auch schon seit gefühlt allererster Sekunde bei Antenne Ball dabei ist. Grüße gehen raus an Aaron, Grüße gehen raus an Oliver. Danke, danke für diese wunderbare Geste hier bei uns im Chat. Das ist eine wahnsinnstolle Community, die wir hier haben. Willkommen im Team, Aaron. Willkommen im Stadion mit deiner Mitgliedschaft. Die Bremer auf dem Weg mal hier nach vorne. Mitchell Weiser, die Hereingabe, auch die zu ungenau, direkt in die Arme von Omlin. Und wir sehen es auch hier, noch keine Tore, die wir eintragen konnten am heutigen Abend in dieser Begegnung. Bremen spielt zwar mutig, das war ja die Forderung von Ole Werner, vom Coach, aber nicht mutig genug, um es mal deutlich auszudrücken. Die Gladbacher haben das Spiel auf jeden Fall im Griff und sind hier die Mannschaft, die das Spiel auch, ja, führt, haben sie in der eigenen Hand. Kone. Ball im Seitenaus, Einwurf für die Fohlenelf in der eigenen Hälfte, hinten links. Bei Gladbach fehlt dieses Wochenende ja unter anderem Ben Zubaini, der ist gesperrt durch das Sportgericht. Wenn man mich fragt, vollkommen zu Recht. Ich werde nicht übersetzen, was er auf Französisch gesagt hatte, nachdem er die gelb-rote Karte bekommen hatte. Ich glaube, das haben einige von euch mitbekommen. Es ging auf jeden Fall um eine Beleidigung der Mutter des anderen. Ja, dann haben wir Janschke, der fehlt aufgrund eines Meniskusanrisses. Und Weigel, der hat einen Synnemosebandanriss. Faszinierende Verletzungen bei den Gladbachern. Wenn wir schon bei der Verletztenliste sind bei Borussia Mönchengladbach, können wir auch die vom SV Werder Bremen ansprechen. Dort fehlen nämlich 3 Spieler krankheitsbedingt. Das ist einmal Christian Groß, Leonardo Bittencourt und auch Friedel. Zudem kommt noch Agu, der hat einen Trainingsrückstand derzeit. Und Veljkovic mit Wadenprobleme. Also eine lange Verletztenliste bei Werder Bremen. Und einer war ja vergessen, Jiří Pavlenka, auch er derzeit krank beim SV Werder Bremen. Die
Grippewelle geht wieder rum im hohen Norden. Gleich eine halbe Stunde gespielt. Die Bremer haben jetzt mal hier den Ball in der eigenen Hälfte mit einem Freistoß. Und versuchen jetzt das Spiel natürlich nach vorne zu gestalten. Die Gladbacher sind sehr, sehr passiv aufgestellt. Keiner, der da hoch mal anläuft, sobald Bremer am Ball ist. Trotzdem schaffen sie es damit, komischerweise die Bremer zu verunsichern. Denn die Bremer haben wirklich sehr viele Abspielfehler gehabt hier im Aufbau nach den allerersten 30 Minuten in diesem Abend. Sehr enttäuschend und schockierend zu beobachten. Omlin. Achtung, Stindl rutscht aus. Kein Foulspiel. Liegt da im Weg. Und ja, da gibt es Freistoß für Werder Bremen. Stindl sagt so, was soll ich da machen? Ich bin ausgerutscht. Steig doch da im Weg. Wo soll ich denn da hin? Ja, wer hat den Ball blockiert? Wir schauen drauf. Ja, und dann tritt er da nochmal gefühlt nach gegen den Werderaner. Somit Freistoß für Werder Bremen. Gute Position. Ungefähr 25 Meter. Sehr zentral zum Kasten von Omlin, dem Schweizer. Einer der drei Top-Schweizer Torhüter in der Bundesliga. Da sprechen wir von Gregor Kobel bei Dortmund, von Jan Sommer vom FC Bayern München und auch jetzt hier von Omlin, der im Kasten steht von Borussia Mönchengladbach. Achtung, Achtung, der Reingang ist gut. Und da wird Omlin gelegt. Freistoß somit für Gladbach in der eigenen Hälfte. Renby, nochmal die Frage, für mich verständlich, was ist los? Ist der Ton schlecht? Dann gerne mal ein kleines Feedback geben. Kann ich ganz verstehen, was du da meinst gerade. Könnte auch die Kulisse ein bisschen umstellen hier, nicht die Kulisse, sondern mein Mikro. Aber es ist schon umgestellt, sehe ich gerade. Von daher sollte alles passen. Jonas Hofmann, der Mann, der seine beste Saison aller Zeiten spielt. Da sind sich alle Experten, auch ich. Ich bin mir damit einig, dass das die Wahrheit ist. Jonas Hofmann on fire bei der Fohlenelf. Und Achtung, Ballgewinn der Bremer in der Offensive. Jens Delik darf auf Durchstand. Füllkrug und kommt zu Boden, aber kein Elfmeter. Sauberer Zweikampf von Itakura, dem Japaner, gegen Füllkrug. Das war die dicke Möglichkeit für Werder Bremen hier auf einen 1-0 zu stellen. Der Ballgewinn von Jens Day in der Offensive, der war bockstark, aber auch wirklich sehr, sehr schlecht, wie leichtfertig da die Gladbacher den Ball verloren haben. Ich glaube, es war Elvedi. Aber umso stärker war dahin dann der Ballgewinn von Itakura im 16er. Dicke Chance für die Werderaner, die heute hier im schwarzen Trikot auflaufen im Borussia Park. Die Gladbacher kommen. Skelly. Der Schuss von Stindl. Zu wenig Power dahinter. Kein Problem für den Mann heute zwischen den Pfosten, für Zetterer. Der Mann, der für Pavlenka heute im Kasten steht. Bremen derzeit seit 17 Spielen in der Bundesliga ohne Remis. Hopp oder top. So heißt es bei den Gästen aus der Hansestadt. Zusammen mit Bochum haben sie derzeit diesen Rekord am Laufen in der diesjährigen Saison. Seit dem 5:1 in Gladbach, ich muss korrigieren, seit dem 5:1 zu Hause gegen Gladbach im Hinspiel, haben sie auch insgesamt 10 der 16 Spiele, die sie bestritten haben, allesamt verloren. Nur Hoffenheim hatte mehr Spiele verloren, die insgesamt 13 Stück. Also die Bremer kennen entweder nur Siegen oder Verlieren. Die teilen sich keine Punkte mit anderen. Ah,
Ah, Renby, danke, danke. Du meinst das Layout. Du meinst, warum ich immer diese Kameras hier wechsle. Sowas zum Beispiel. Haben wir uns gedacht, damit einfach, dass sie nicht ganz zu langweilig wird. Uns die ganze Zeit nur mit einer Cam zu beobachten. So habt ihr mehrere Fakten. Ihr könnt die Torschützen ab und zu nochmal zwischendurch erkennen. Ihr könnt den Chat haben im Hintergrund. Ihr habt viele, viele verschiedene Bildquellen, die ihr sehen könnt. Ich denke mal, allzu störend ist es ja nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das bringt so ein gewissermaßen die Abwechslung rein. So, die Klappbacher kommen mit Markus Thuram, der im Duell hier gegen Amos Pieper ran muss. Aber Pieper gewinnt, hat da den Körper reingestellt und gewinnt somit den Ball fair zurück in die Hintermannschaft der Bremer, die jetzt über die linke Außenmama kommen könnten, über Anthony Jung. Aber er hat das Selbstvertrauen nicht, da mal links außen mal nach vorne zu ziehen. Spielt den Ball direkt wieder hinten rum und macht das Spiel somit eher breit, anstatt das Tempo mit nach vorne zu nehmen und versuchen zu können, mal einen Konter aufzubauen. Entschuldigt mich. Gladbach die letzten drei Bundesligaspiele torlos. Das ist überhaupt nicht gut und überhaupt nicht erwünschenswert bei den Gladbacher Fans. Zuletzt 2018 unter Dieter Hecking. Damals war es viermal gelungen, kein Tor zu erzielen. Heute wollen sie aber unbedingt einen Treffer erzielen und am besten drei Punkte mitnehmen, um von diesen 30 Punkten da langsam mal wegzukommen. Sie versuchen es erneut. Jonas Hofmann. Markus Thuram jetzt mal auf der rechten Seite, will den 16er reinziehen und holt den Eckstoß raus. Müsste der zweite sein. Nach 36 Minuten für Borussia Mönchengladbach. Auf der Bank unter anderem Alisson Plea und auch Nkomo. Leute, die hier reinkommen könnten im Spiel. Ich muss korrigieren übrigens, es gab keinen Eckstoß. Der wurde dann gerade eben noch korrigiert vom Unparteiischen von Tobias Reichel. Es gibt dann doch nur Abstoß. Da war wohl Markus Thuram zuletzt dran gewesen bei diesem Angriff. Die Bremer haben den Ball weit nach vorne geschlagen, aber die Gladbacher können den Ball zurückerobern. Nächste Kontermöglichkeit vielleicht mal. 4 gegen 5 aus Sicht der Gladbacher. Das ist Neuhaus. Versucht mal mit dem direkten Abschluss auf den Kasten. Der wird aber geblockt durch Amos Pieper. Wir warten auf den ersten Treffer. Beide Mannschaften mit einer richtig guten Möglichkeit. Die Bremer über Füllkrug, der aber dann zu Boden fällt und den Ball nicht aufs Tor bringen kann. Da war aber auf jeden Fall die riesengroße Chance da abzuschließen. Und die Gladbacher mit der womöglich dicksten Chance allgemein im Spiel, mit der hundertprozentigen über Markus Thuram, aber dann der wunderbaren Parade von Zetterer, der den Bremern hier die Null hält. Lars Stindl hilft hinten mal mit aus beim Spielaufbau. Jonas Hofmann wieder hinter zu Itakura gekommen vom FC Schalke 04 in der Sommerpause vom Aufsteiger. Kramer, wieder Itakura. Der ist nicht nur stark in der Innenverteidigung, nein, auch im Spiel nach vorne. Der kann was am Ball, der ist stark im Abschluss. Itakura, ein wirklich herausragender Innenverteidiger, bei dem Gladbach sich glücklich schätzen kann, ihn hinten haben zu dürfen. Jonas Hofmann, nächste Reingabe, nächstes Mal, wo der Ball in den Armen landet von Zetterer. Kein Problem also hinten für die Hintermannschaft der Bremer, denen es schwerfällt, hier nach vorne wirklich ein Spiel aufzubauen. Dann muss es besser werden. René Lein fragt hier im Chat, wie es mir geht und wer aktuell besser ist. Mir geht es erstaunlicherweise gut, trotz positiver Corona-Test derzeit. Wer ist besser? Die Gladbacher haben auf jeden Fall viel mehr Spielanteil. Sind die bessere Mannschaft in der Begegnung. Die Bremer wirken trotzdem aber mutig, versuchen natürlich zu kontern, haben aber noch keinen großen Erfolg dabei gehabt. Somit das Fazit, die Gladbacher sind besser im Spiel und wären also somit näher am 1:0 in dieser Begegnung. Chance für mich, die Umfrage mal hier zu beenden. Wir haben euch ja gefragt vor dem Spiel, was glaubt ihr, wer gewinnt das Spiel? Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen oder wird es ein Unentschieden? Wir schauen mal drauf bei über 300 Stimmen, die wir gesammelt haben. 54% von euch sagen, Gladbach gewinnt heute. 29% sagen, Bremen gewinnt und 16% von euch sind der Meinung, es wird ein Unentschieden, wonach es ja aktuell ausschauen würde.
Anthony Jung hat Zeit und nimmt alle mal mit ins Spiel. Auch Zetterer, der hier viele Ballkontakte heute erleben darf in dieser Begegnung bis hierhin am Pirkeberg hier in Mönchengladbach. 6 Minuten noch in diesem ersten Durchgang zu spielen. Und dann geht es in die Pause für beide Mannschaften. Achtung, Doksch, die Reingabe nochmal per Kopf in den 16er. War aber nicht gefährlich genug. Sie bleiben trotzdem dran. Marvin Doksch. Mitchell Weiser, jetzt mal über die linke Seite. Das hat er stark gemacht. Mitchell Weiser im 16er. Mitchell Weiser! Und da ist die nächste dicke Chance. Und Jens Dehn kriegt den Fuß nicht an den Ball. Er steht frei vom Tor. Nochmal die nächste Reingabe, die ist auch gut. Die Bremer mit einer Doppelchance, gerade innerhalb von wenigen Sekunden. Mitchell Weiser mit der Reingabe auf Jens Stay. Stay kriegt den Fuß nicht an den Ball. Der hat das freie Tor gehabt. Der hätte nur reinschieben müssen. Und dann die zweite Chance hinterher. Und dann ist es diesmal Mitchell Weiser, der nicht richtig steht und der den Ball daneben setzt. Doppelchance Werder Bremen. Und somit wird das Blatt wieder direkt gewendet werden. Wo ich sagen würde, ja, die Bremer hätten sich auch hier eine Führung verdient gehabt. Durchatmen, liebe Gladbach-Fans hier im Chat. Dicke Doppelchance der Gäste. Die machen weiter. Doksch. Jetzt passt aber Stindl auf. Und auch Netz. Kaum sag ich, sind die Bremer wieder im Angriff. Und nächster Schuss. Und Omlin pariert zur Ecke für Bremen. Also Eckstoß für die Werderaner. Eckball Nummer 4, diesmal von der rechten Seite. Vier Minuten vor Schluss rechnen sollte eine Begabung sein, die ich nicht habe. 4 Minuten vor Schluss gibt es hier nochmal den Eckball für Werder. Diesmal von der rechten Seite. Ein Fall erneut für Marvin Doksch. Reingabe kommt. 3 Rauschen vorbei. Itakura mit der Chance zu kontern. Das ist seine Chance. Itakura kontert. 2 gegen 3. Der Pass auf Markus Thuram kommt nicht an. Doch er kontert. Thuram mit dem Eber. Aber rüber übers Tor. Da haben wir es doch. Das interessante Spiel hier. Zum Schluss des ersten Durchgangs. Angriff über Angriff. Einmal die Bremer, dann auch wiederum im Umkehrschluss die Gastgeber. Im weißen Trikot. Super Konter von Itakura, der da auf Markus Thuram spielt. Mit etwas Glück kommt Thuram dann nochmal an den Ball und möchte den Ball über Zetterer spielen, der leicht rausgerückt ist von seinem eigenen Kasten. Aber dann fehlt so ein bisschen die Einschätzung vom Ball, denn der Abschluss geht dann über das Tor. Interessante Begegnung. Die Tore fehlen hier am heutigen Freitagabend. Aber ich denke mal, wir sind ja alle gut unterhalten auf Antenne Ball mit diesem ersten Spiel vom 25. Spieltag im Borussia Park. Kramer, Thuram, Stindl über die linke Seite, Stindl, Abschluss übers Tor, Abschluss für Werder Bremen. So, liebe Fußballfans, liebe Fußballzuhörer allgemein, die hier auf dem Stream dabei sind, ob jetzt Fan von beiden Mannschaften oder nicht, aber ihr seid mal gefordert jetzt hier im Livestream-Chat. Zeigt uns doch mal eure Herzen für den Verein, den ihr hier supportet am heutigen Abend. Die Gladbach-Fans gerne mal die schwarz-weißen Herzen rein und die Bremer-Fans gerne die grün-weißen Herzen in den Chat. Wo seid ihr? Für wen seid ihr unterwegs? Zeigt es uns hier gerne im Livestream-Chat. Spammen kurzzeitig mal erlaubt. Für wen seid ihr? Zeigt uns im Chat. Nächster Angriff der Bremer. Mitchell Weiser über die rechte Seite am 16 Meter Rand auf Füllkrug. Und die Ablage, die ist stark. Nächster Abschluss von Werder Bremen. Diesmal von Gruev aus rund 20 Metern, aber am Tor vorbei. Die Gladbacher gegen den Abstoß. Tolles Spiel. Von beiden Seiten dann jetzt hier. Zeigt uns eure Herzen hier im Livestream-Chat. Für wen seid ihr? Für die Gladbacher, für die Bremer.
und auch an die neutralen Zuhörer und Zuschauer gerne anhand der Herzen mal zeigen, was ihr glaubt, wer hier gewinnt. Die Bremer oder die Gladbacher. Gerne rein damit in den Chat. Und da sehen wir es, die ersten Fans hier, unter anderem Dr. Tosti, der für die Bremer heute ist. Timmy ist für Bremen und die Gladbacher kommen übrigens im Hintergrund gerade mit dem nächsten Angriff und es gibt den nächsten Eckstoß für die Fohlenelf. Eine Minute hier vor der Pause. Ecke von der rechten Seite und hier stehen nochmal alle auf im Borussia Park, um der Mannschaft nochmal hier Motivation mitzugeben. Der Eckstoß ist gut, Itakura per Kopf und wieder übers Tor. Abstoß Werder Bremen. Ja, und wenn wir mal so in den Chat schauen, dann sehen wir hier einige Bremer, aber auch einige Gladbacher, weil viele Gladbach-Fans ja auch die grün-weißen Herzen benutzen. Somit können wir uns auch einfach nur darauf einigen, macht die grün-weißen Herzen hier rein, egal für wen. Langer Abschlag von Cetera und dann ist pünktlich Schluss. Pünktlich Schluss hier im Borussia Park. Wir haben Pause. Es geht für beide Mannschaften somit in die Katakomben und für uns auch in eine kurze kleine Verschnaufpause. Für euch die Zeit, gerne mal den Daumen nach oben dazulassen, wenn es euch gefällt. Die 100 Daumen bis zur Pause sollten doch, also jetzt hier nach Spielbeginn zur zweiten Halbzeit, sollten da sein. Die 100 Daumen schaffen wir, wenn es euch gefällt bis hierhin, gerne einmal den Daumen nach oben dalassen. Wir gehen rein in eine kurze Musikpause und dann sind wir wieder da. Hier im zweiten Durchgang und mit dem Blick in der Halbzeitanalyse auf die Statistik, genauso wie auch auf die Bank beider Mannschaften. Was können beide Mannschaften noch verändern? Und dann sind wir gleich wieder da, hier im Spiel bei Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Bis gleich!
just wake me up. Just wake me up, don't let me down. Just give me coffee. Just wake me up. Just wake me up. Just wake me up. Wake me up. Horse is cold, bro. Just wake me up. Just wake me up. Don't let me down. Give me coffee. Just wake me up. Just wake me up. Just wake me up. Wake me up. Horse is cold, bro. Just let me be blunt. My speech in the morning, nothing but grunts. With no coffee, that's as dangerous. On a scale from 1 to 10, I rank it that girl from Stranger Things. And if you get what I'm saying, y'all, my attitude be mad flagrant like I'm Draymond. But you ain't get the picture, BMP. So I'm gonna keep pushing on you, GNC. It's like, alarm. Yeah, the first thing on my mind is when that hot coffee gonna seep into the coffee grind. It's like some magic's going on. Some ice cubes in my cup, it's a good day. All I gotta say is that it's starting in a good way. It's time for working, man, I told you. Just wake me up, just wake me up, don't let me down. Just give me coffee. Just wake me up, just wake me up, just wake me up, wake me up. Of course it's cold, bro. Just wake me up, just wake me up, don't let me down. Give me coffee. Just wake me up, just wake me up, just wake me up, wake me up. Of course it's cold, bro. Start fresh, that's how it's gotta be. Everything starts back with your coffee beans. If it's cold brew, then it's gotta be coarse. Don't get the cart ahead of the horse, start learning the course. But of course you can disregard, and don't at me if it gets too hard. When it's my time to drink, man, it's always on hand. Drink from a cup or a bottle, even a can. You never know when you're craving no hit. It could be in the bathroom while you're taking a my lips, it's a seance. Feeling real super with the cape on. Anything I'll take on. This cup of coffee, yeah, boy, this is the shit. Just wake me up, just wake me up. Don't let me down. Just give me coffee. Just wake me up, just wake me up. Just wake me up, just wake me up. Of course it's cold, bro. Just wake me up, just wake me up. Don't let me down. Give me coffee. Just wake me up, just wake me up. Just wake me up, wake me up. Of course it's cold, bro. So I guess that's where I talk about how we might be addicted in a roundabout kind of way, or how you say, a dependency that's in my life, and I'm proud to say it's filling me way more energy than I'll ever need. So, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, was ist denn da los? Die 100 Daumen sind ja immer noch nicht geschafft. Was los? Auf die 100, die müssen wir nochmal hier voll machen. Was ist denn da los hier? Nee, Spaß beiseite. Natürlich alles nur freiwillig. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aber somit könnt ihr uns echt immer am besten, am leichtesten supporten. Das nur mal so als Information für viele, die sich fragen, was bringt denn so ein Daumen nach oben? Der supportet schon. Der ist echt gut. Der ist wichtig für uns im YouTube-Business. Tatsächlich. Wir schauen mal drauf auf den Spieltag. Was erwartet uns denn an diesem Spieltag Nummer 25? Und dann guckt man gleich mal drauf, was es da so gibt. Ich guck mal kurz in den Chat hier und sehe. Ey, die Musik ist doch gut. Das Lied ist doch cool. Das Lied ist doch cool. Den Chat so, geht's heute noch auf die Piste? Nee, sicherlich nicht. Also ganz sicherlich nicht gehe ich heute auf die Piste. Mit einem positiven Corona-Test werde ich mich fernhalten von Mitmenschen. So anständig bin ich noch. Musik ist gut, ne? Musik ist gut. Zeig mal mehr Hintern, wenn du liken willst. Ach, herrlich, Leute, herrlich. Herrlich. Wir schauen nochmal drauf auf den Spieltag, auf die Übersicht. Ich mach's für euch nochmal kurz auf. Das ist der Spieltag Nummer 25 an diesem Wochenende. Wir haben Borussia Mönchengladbach gegen SV Werder Bremen. Derzeit Spielstand 0:0. Wir erleben es ja hier live bei uns auf Antenne Ball. Morgen gibt's dann eine Vierer-Konferenz in der Bundesliga, davon ein Spiel bei uns live. Wir haben Hoffenheim gegen Hertha, zeitgleich mit Augsburg gegen Schalke, Bochum gegen Leipzig und Stuttgart gegen Wolfsburg. Das Spiel Augsburg gegen Schalke werdet ihr dann morgen live hier auf Antenne Ball erleben. Und am Abend 18.30 Uhr dann Dortmund gegen 1. FC Köln. Auch dieses Spiel erlebt ihr dann live morgen Abend bei uns auf Antenne Ball. Und am Sonntag gibt es alle drei Spiele live. Nämlich Union Berlin gegen Eintracht, Leverkusen gegen Bayern und Mainz gegen Freiburg. Oh. Der musste raus. Tut mir leid, entschuldige mich. Das ist also der Spieltag Nummer 25 an diesem Wochenende. Wir blicken auch gerne nochmal auf die Ausstellung beider Mannschaften. Ich habe es ja schon am Anfang des Spiels mal angesprochen gehabt, dass heute eventuell der nächste 17-Jährige beim SV Werder Bremen reinkommen kann.
Da schauen wir nämlich aber direkt erstmal als erstes auf das Team vom SV Werder Bremen. Dass die Startformation im Tor Zetterer derzeit, die Fünferkette mit Jung, Kjaerodia, Stark, Pieper und Weiser auf der 6, Kruhef davor, Stay und Schmidt und Dokstad Füllkrug in der Spitze. Und bei Bremen auf der Bank derzeit einer zum allerersten Mal heute im Kader. Das ist Leon Oppitz, 17 Jahre alt, kann aber nicht der jüngste Spieler werden. Das bleibt nach wie vor Fabio Kjaerodia, der ist 17 Jahre alt und ist offiziell der jüngste Spieler, der jemals für den SV Werder Bremen in der Bundesliga aufgelaufen ist. Was können die Bremer sonst noch machen? Wir wissen es alle, Oliver Burke, den Mann gibt es nicht mehr, aber man hätte noch unter anderem einen Dingschi zum Beispiel, einen Romano Schmid. Also ganz wenig Auswahl für eine Schlussoffensive beim SV Werder Bremen. Anders sieht es dann aus bei Borussia Mönchengladbach. Derzeit sind sie mit einem 4-2-3-1-System unterwegs hier an diesem Abend. Netz, der drinne ist in der Linksverteidigerposition für Benze Baini. Der ist ja gesperrt worden vom DFB-Sportgericht. In der Innenverteidigung haben wir Elvedi und Itakura, Rechtsverteidiger Skelly und davor die Doppel-6 mit Kone und Kramer, die wunderbar harmoniert und funktioniert. Allerdings fehlt da einfach der gewisse Touch nach vorne derzeit bei Borussia Mönchengladbach bei der Doppel-6. Ja, Stindl über links, Hofmann über rechts, Hofmann derzeit momentan on fire überhaupt. Auf der 10 haben wir Neuhaus und vorne im Sturm Markus Thüram, der erfolgreichste im Thema Tore schießen bei Borussia Mönchengladbach und der Mann mit den meisten Torschüssen. 71 hat er insgesamt in der Saison hinter sich. Ich glaube, heute sind auch schon wieder mittlerweile 3 dazugekommen, dann wäre er bei 74. Und der Mann mit den meisten Toren auf dem Platz, beziehungsweise allgemein in der Bundesliga, ist ja derzeit Niklas Füllkrug, aber er heute noch nicht einmal wirklich gefährlich vom Tor aufgetaucht. In ungefähr drei Minuten geht es weiter bei uns hier im Borussia-Park mit dem zweiten Durchgang. Wir hoffen auf jeden Fall auf die allerersten Tore und somit würde ich euch mal kurz ins Boot reinholen. Schreibt mir doch gerne mal in den Chat, was glaubt ihr, wie geht das Spiel denn jetzt aus? Was denkt ihr, wie wird der Endstand am Ende sein nach dieser ersten Halbzeit? Glaubt ihr nach wie vor noch an euer Ergebnistipp vom ersten Durchgang oder habt ihr jetzt eine andere Tendenz? Schreibt mir jetzt euer Ergebnistipp in den Chat rein. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel hier am Abend ausgehen? Wird es beim 0-0 bleiben oder wird eine Mannschaft hier heute die Nase vorne haben? Genauso wie auch eine Umfrage, da könnt ihr teilnehmen. Die Frage von mir, wer wird als erstes heute hier netzen? Wer wird als erstes das Tor erzielen? Gladbach, Bremen oder keiner? Derzeit sagen 53%, die Gladbacher werden heute als erstes treffen. 36% von euch sagen, die Bremer treffen als erstes. Und 11% sind der Meinung, es bleibt bei 0-0. Gerne euren Ergebnistipp einmal reinschreiben. Und wir hören uns nochmal unser klassisch geliebtes Intro an. Und dann geht's los mit dem zweiten Durchgang hier im Borussia Park. Bis gleich. Ich hab's gut auf den Ende! 6:0! Nächste Flanke, kein Gas!
So, zweiter Durchgang darf dann gleich gerne beginnen. Wir sind zurück und haben nach wie vor hier ein 0:0, was wir uns anhören und ansehen müssen, beziehungsweise ich ansehen muss und dann alle die, die da zu Hause sitzen und heute auch einen Bildschirm zur Verfügung haben. Aber wir hoffen auf jeden Fall auf mehr Unterhaltung, auf Tore und vielleicht auch mal auf einen Sieger. Denn die Bremer haben die letzten 17 Spiele allesamt nicht ein einziges Mal unentschieden gespielt. Es wäre das allererste Mal seit 17 Spielen, wo man entweder gewonnen oder verloren hatte. Momentan sieht es halt danach aus, dass es so kommen wird. Wir schauen mal auf den Chat, was ihr sagt. Ich habe euch ja gefragt, was glaubt ihr? Wie wird der Endstand denn jetzt wirklich heißen? Und wir sehen unter anderem hier Dr. Torsti. Der sagt, es wird ein 0:0 am Ende sein. Auch Christian ist dabei, genauso wie Sonnenblum Bailey. Niklas Nick sagt 1:2 für Werder. Katharina Wolf ist auch für den 2:0 Auswärtssieg der Werderaner. Weltpropheten sagt hier, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ich bleibe bei meinem Ergebnistipp vom ersten Durchgang. Es wird ein 3:2 für Werder Bremen. Also Weltpropheten glaubt heute hier, da passieren 5 Tore in der zweiten Hälfte. Ihr wisst, was passiert, wenn das passiert. Ne? Also wenn das passieren sollte, da kann sein, dass der Stuhl mich hier nicht standhalten wird. Da werde ich nachher hier im Stuhl liegen. So euphorisch kann das abgehen. Gerne noch weiter reinschreiben. Eure Vermutungen, was glaubt ihr, wie geht es am Ende wirklich aus? Was wird euer Ergebnistipp sein? Sind wir mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe ein neutrales Gefühl zu der Begegnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass am Endeffekt ein Unentschieden sein wird. Die Frage wird aber sein, ob es ein torloses Remis ist oder am Ende des Spiels ein Remis mit mehreren Toren. Schön wäre schon so ein 2:2 oder so ein 1:1. Was ich getippt habe bei Kicktipp, weiß ich gar nicht. Aber ich könnte ja mal nebenbei nachschauen. An die, die möchten, können gerne beitreten in unsere Kicktipp-Gruppe. Schwieriges Wort, wenn man das schnell ausspricht, merke ich gerade. Wir gucken mal drauf, was habe ich denn hier vorausgesagt, der Tippmaster. Ich sag ein 2:1 für Borussia Mönchengladbach voraus. Aber warum versuche ich das eigentlich? Das klappt ja nie, das mit dem Reinhalten. 2:1 mein Tipp für diese Begegnung, dass Borussia Mönchengladbach gewinnt. Ich kann mal kurz die nächsten Tipps noch vortragen, während die Mannschaften noch nicht auf dem Platz sind. Wolfsburg gewinnt in Stuttgart mit 1:0, Hoffenheim Hertha 1:1, Schalke gewinnt in Augsburg mit einem 1:0, Leipzig gewinnt in Bochum 3:1, Dortmund mit einem 2:1 gegen Köln, Union 2:1 gegen Frankfurt, Bayern gewinnt mit 3:0 gegen Leverkusen und Mainz gewinnt mit 2:1 gegen Freiburg. Das sind meine Tipps derzeit für diesen 25. Spieltag in Kicktipp. Und ich darf das mit Recht sagen, weil ich bin auch derzeit immer noch auf Platz 1. Ja? Also man sieht es hier oben angezeigt. Ach Mann, man sieht gar nichts. Egal. Unwichtig. Unwichtig. So, jetzt kommt auch Gladbach raus. Und dann darf es hier losgehen mit dem zweiten Durchgang. 21.33 Uhr. Wir sind leicht spät dran, liebe Gladbacher. Lass die Werderaner hier nicht zu lange warten. Im Stadion am Birkeberg hier am Niederrhein. Im Borussia-Park. Ole Werner sitzt schon bereits auf der Bank und ist motiviert. Die Gästefans, die muss ich hier nochmal ganz lobend erwähnen, die sind hier dauerhaft am explodieren. Die sind sehr lautstark unterwegs hier im Gästeblock und haben auch heute ordentlich Feuerholz mitgebracht. So kalt ist es zwar nicht mehr, aber trotzdem sind sie dort am Feuer machen im Gästeblock ohne Ende. Am Anfang des Spiels schön zu sehen, die grünen Rauchschwarten über den Gästeblock und zwischendurch auch immer wieder kontrollierte Pyro, die abgebrennt wird vorne am Zaun. So, die Gladbacher sind jetzt auch da. Somit darf es eigentlich losgehen mit dem zweiten Durchgang, den Werder Bremen dann anstoßen wird. Von links nach rechts, nach wie vor weiterhin unverändert in den schwarzen Auswärtstrikots. Und Borussia Mönchengladbach dann jetzt hier rechts nach links immer noch in den weißen Heimjerseys. Und Daniel Farke, der Mann, der immer zu spät kommt, ist ja sein Phänomen. Sobald seine Mannschaft mal führt, taucht er meist unter in den Kabinen. Das ist so ein Aberglaube, den er hat. Und der funktioniert auch meistens. Zuletzt gegen den FC Bayern München hier beim Heimspiel. So, der Unparteiische Tobias Reichel schaut auf die Uhr und pfeift an. Zweiter Durchgang. Es geht los, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Rein da in den zweiten Durchgang. Auf das die allerersten Tore nun fallen werden. Itakura wird hier gleich schon mal zu Beginn umgestürzt von... wer war's? Jens Stavers. Der Mann vom FC Kopenhagen.
Galle, die Kelle im Chat. Wir wissen, du bist der Beste. Leute, bitte nimm das mit Humor. Ich meine das natürlich alles ironisch, ja? Also. Nicht, dass da irgendeiner denkt, mein Gott, ist der eingebildet. Wir haben ja ein Problem, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wir haben ja ein Problem. Sollte ich am Ende der Saison dieses Tippspiel gewinnen, müsste ich mich ja selber beschenken. Ich bin dafür, dass ihr, wenn Marvin streamt, bitte das öfters mal in den Chat schreibt, dass Marvin dann im Falle des Falls, wenn ich das Kicktipp-Duell gewinne gegen euch, dass der Marvin mich beschenken muss. Ich brauche ja einen Preis für mich selber. Und Marvin lässt sich darauf, glaube ich, nicht so wirklich ein. Also entweder müssen die Mods mich beschenken oder Marvin mich beschenken. So, Achtung, die Bremer kommen. Marvin Ducksch. Oh, was ist das denn? Eine Riesenmöglichkeit aus dem Nichts von Marvin Ducksch, weil er den Ball per Heber über Omlin lenkt. Und Omlin dann in einer Flugparade, wo er auch, glaube ich, gar nicht mal ran hätte gehen müssen, pariert den Ball an den Fuß von Jens Day. Und Jens Day traf den Ball somit dann ins Tor aus. Abstoß für Borussia Mönchengladbach. Eine sehr komische Situation hier gerade, aber somit wieder mal ein Angriffsmuster der Werderaner zu Beginn des zweiten Durchgangs hier in der 46. Minute. Aaron, Glückwunsch, du bist jetzt Mitglied bei uns auf Antenne Ball. Der Oliver hat dir eine Mitgliedschaft gegönnt und geschenkt. Grüße gehen raus an dich, lieber Aaron. Und die Bremer über Mitchell Weiser. Was ein Fehlpass. Markus Thuram, Konterchance für Gladbach. Thuram gegen 3. Thuram. Markus Thuram. Führung für Gladbach. 1:0. Das Tor. Markus Thuram mit einem klasse Solo gegen die Hintermannschaft der Bremer. In der 48. Minute. Über den Franzosen, Markus Thuram. Eingeleitet durch den Fehlpass von Mitchell Weiser. Hinten auf Lars Stindl, der mit der Hacke auf die Vorlage für Markus Thuram. Der lässt sich mal reintreiben in die Zentrale. Und aus rund 16 Metern dann entgegengesetzte Laufrichtung von Zetterer, der dann nicht gut ausschaut als Torwart. Das muss man leider sagen. Und somit die Führung für die Gastgeber zum 1:0. Da haben wir es doch, das erste Tor des Abends. Gladbach trifft zum ersten Mal seit 3 torlosen Spielen. Und niemand anderes als Markus Thuram. Oh Gottes Willen, was ist hier los? Hallo, Bild, hallo. Uiuiuiuiui. Auf einmal schmiert mein Bild hier ab. Was ist hier los? Ich habe den Marvin-Fluch mal wieder erwischt. Liebe Zuhörer. So, jetzt sollte aber alles passen wieder. Passt alles, ich bin wieder da. Markus Thuram mit dem 12. Saisontor. Und ist somit wieder dran an Niklas Füllkrug, der bei 15 Treffern steht. Das ist zwar noch eine lange Distanz bis dahin, aber immerhin schon mal ein Anfang. Da haben wir das erste Mal Maria I Like It Loud gehört vor dem Scooter. Der Torhymne von Borussia Mönchengladbach. Übrigens der Top-Torjäger in dieser Begegnung, das ist Jupp Heynckes. Der hat insgesamt 15 Mal getroffen gegen Werder Bremen für Borussia Mönchengladbach. Also das ist der Torjäger, der Torschütze, den Werder Bremen niemals aus dem Kopf bekommen wird. Und dahinter kommt erstmal Bernd Rupp mit 9 Toren. Also es wird ziemlich schwierig sein für irgendeinen Spieler, der hier auf dem Platz steht, irgendwie annähernd ranzukommen an einen Jupp Heynckes.
nochmal der Treffer von Marcus Thuram für mich in Wiederholung. Die Torwahrscheinlichkeit lag bei 12%. Also so leicht war es gar nicht, diesen Treffer zu erzielen. Aber er beweist es, er kann es am Ball und macht es und bringt die Gastgeber hier in Führung. Minute, die Bremer, die müssen rankommen. Renby schreibt rein, ich meinte, ich habe heute Geburtstag und hoffst auf ein 1-2 oder 1-1. Kannst du mir mal erklären, warum du so ein geiler Streamer bist? Danke also für diesen Knaller-Kommentar, vielen lieben Dank. Das geht runter wie Öl. Freut mich, wenn ich euch auf jeden Fall unterhalten kann, euch den Abend hier verschönere. Und übrigens auch alles Gute an dich. Happy Birthday. Vielleicht auch gerne mal an alle anderen, die hier im Chat sind, mal kurz ein. Alles Gute und Happy Birthday an Rambi raus. Und Achtung, die Bremer kommen. Und das war ungestimmt und unnötig gerade hier von QF. Da war mehr drin gewesen. Da hätte eine richtig gute Chance entstehen können für den SV Werder Bremen. Jetzt aber erstmal Spiel abgebrochen. Füllkrug und Skelly am Boden. Bei Füllkrug ist es nur der Schuh, der gebunden werden muss. Und bei Skelly scheint es nach muskulären Problemen auszuschauen. Der wurde nämlich wirklich heftig gelegt gerade eben von Jens Day. Dass das keinen Freistoß gab, wundert mich. Katharina, es wäre auch komisch, wenn du das nicht so, wenn das nicht so wäre. Aber danke für den Kommentar. So, Füllkrug scheint wohl Probleme zu haben beim Schuhbinden. Keiner möchte ihm helfen. Entsetzt. Der Doppelknoten sitzt. Nochmal dort eine kleine Schleife drumherum. Er macht es auf jeden Fall schick. Haltungsnote 10 von 10. Beim Schuhbinden bei Niklas Füllkrug, der jetzt schon mittlerweile seit über einer Minute am Boden sitzt und beschäftigt ist. So, jetzt darf es aber weitergehen. Er gibt den Daumen nach oben. Und der Ball somit bei Omlin, beim Schlussmann der Gladbacher, der jetzt den Ball auch ins Spiel bringt. Über Stindl, über Skelly, der Mann, der auf der rechten Außen unterwegs ist. Harter Zweikampf, Freistoß für die Gladbacher Höhe der Mittellinie. Stindl ist einer, der möchte heute am liebsten treffen. Gegen kein anderes Team erzielte er jemals so viele Tore wie gegen Werder Bremen. 9 Stück insgesamt, 8-mal in der Bundesliga, 1-mal im DFB-Pokal. Heute möchte er am liebsten nochmal einen draufpacken und 10 draus machen. Und es scheint die 6. Niederlage in den letzten 7 Auswärtsspielen für den SV Werder Bremen zu werden. Nur in Stuttgart konnte man am 19. Spieltag mit 2:0 gewinnen. Und die Gladbacher kommen wieder. Da ist er. Stindl, der Kapitän, rechts raus auf Jonas Hofmann. Jonas Hofmann nochmal. Und dicke Chance für die Gladbacher. Mit Glück und der Distanzschuss geht neben das Tor. Erstmal Luft noch geschlagen im 16er. Jonas Hofmann, der hätte ihr freie Schussbahn gehabt und kommt dann nochmal zum Abschluss. Und dann ist es auf der Linie, wenn ich es richtig sehe. Wir müssen schauen, der Mann mit der Nummer 8 bei SV Werder Bremen, der den Ball zweimal klärt, nämlich Mitchell Weiser, der Rechtsverteidiger. Auf der Linie zum ersten und zum zweiten. Deswegen auch gerade der kleine Lacher von mir. Wahnsinns wichtige Aktion von Mitchell Weiser, der damit auch vieles wieder gut gemacht hatte. Vor 5 Minuten ungefähr, nach fast 10 Minuten, hat er ja den Gegentreffer eigentlich selber provoziert. Gladbach wäre großen Chance auf 2:0 zu stellen. Gerade eben hier in der 55. Minute nochmal Glück gehabt. Für die Gäste aus dem hohen Norden, für die Gäste aus Bremen.
Ja, Grüße raus hier an alle, die dabei sind. An Renate, Randy, Superskill, Dr. Tossi, Katharina, Nick, Timmy und auch Weltpropheten, der hier wieder alles im Griff hat bei uns im Chat. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und auch an alle neutralen, anonymen Zuhörer und Zuschauer da draußen, die hier nicht großartig im Chat vertreten sind. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, die Art von Übertragung, die wir für euch machen, wenn euch mein Kommentierstil gefällt für euch, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da für diesen Stream und supportet und unterstützt uns. Itakura gerade mit dem Kopfball Hinter zum Schluss mal zu Omlin. Alles gut für die Hintermannschaft bei Borussia Mönchengladbach. Kone. Und Netz, der hat bis hierhin alles gut im Griff bei der Mannschaft, bei Borussia Mönchengladbach. Da kann man nicht viel meckern, nicht viel sagen. Auch wenn Benzema Eni natürlich eine andere Hausnummer ist auf der linksverteidiger der Position, wird höchstwahrscheinlich fast schon zu 100% im Sommer dann nach Dortmund wechseln. Benzema Eni. Spielaufbau der Borussia, der Vorhinelf über Skerli, Jonas Hofmann, der über die Mittellinie jetzt rübergekommen ist. Seitenwechsel auf die linke Seite, Netz rückt mit nach vorne, vor ihm Kone. Ibrema gesamt hinter dem Ball jetzt aufgestellt. Kone, nochmal Kone, rund 16 Meter, die Reingabe auf Thuram, die kommt nicht an, weil Chiarodde ja aufpasst. Der Mann, der ist 17 Jahre alt und macht das hier heute richtig gut bei seinem Startelfdebüt für den SV Werder Bremen. Jonas Hofmann treibt den Ball rechts raus auf Skerli, der auch mit da vorne wieder dabei ist. Itakura, Spiel wird breit gemacht. Elvedi, alle Gladbacher jetzt hier in der gegnerischen Hälfte unterwegs. Und die Bremer alle in der eigenen hinterm Ball unterwegs. Netz, Kone versucht die Zidane-Rolle, wird gefoult und kriegt den Freistoß aus rund 25 bis 30 Metern. Gute Position für ihn. Der Mann mit den grünen Haaren, passend zur Farbe des Stadion Ambilights hier in Borussia Park. Ja, hier schreibt gerade rein MJ Now. Finde es angenehmer, wenn die Zeit anders angezeigt wird. Stimme ich dir vollkommen zu. Es ist nur schwer, es umzugestalten. Ab der 60. Minute springt nämlich die Zeit dann auf einen Stundenmesser um. Wir haben noch keinen einzigen Timer gefunden, noch kein Programm gefunden. Dicke Chance, die Gladbacher. Freistoß gerade. Und er ist erstmal gehalten worden von Zetterer. Ball immer noch im Spiel, aber jetzt weit vom Kasten entfernt von den Werderanern und der Ball auch hinten bei Omlin beim Schlussmann der Gladbacher. Nochmal zurück zum Thema der Zeit. Ab der 60. Minute springt das halt um auf einen Stundentimer und das sieht halt einfach dann behämmert aus. Wir haben leider noch keinen 90-Minuten-Timer gefunden, der uns zusagt und der ja auch wirklich funktioniert im Programm. Sollten wir das irgendwann mal entdecken und finden, dann werden wir das auf jeden Fall hier umgestalten. Da sind wir vollkommen bei dir. Gladbach mit wirklich einem viel besseren Auftritt hier im zweiten Durchgang. Dicke Torchancen, dicke Möglichkeiten. Sie hätten jetzt auf jeden Fall schon längst auf 2-0 stellen können, wenn nicht sogar müssen. Knappe Stunde gleich gespielt. Elvedi wieder hinter zum Schweizer Keeper zu Omlin. Der Hinrundensieg von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, das 5:1, das war auch übrigens der allererste Sieg gegen Borussia Mönchengladbach seit 2015. Inzwischen war man zwischenzeitlich 11-mal sieglos gegen die Fohlenelf. Ja, und heute geht diese Reise weiter. Diese Reise, wo man nach Punkte sucht gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe es auch schon mal angesprochen, dass die Gladbacher gegen keine andere Mannschaft
so häufige Bundesliga-Heimsiege feierte wie gegen den SV Werder Bremen. Insgesamt 31 Stück und es könnte heute der 32. folgen. Und jetzt kommen die Gladbacher wieder nach vorne über Stindl und auch Jonas Hofmann. Kone, Hofmann über die linke Außenbahn jetzt mal. Andere Seite für ihn, Hofmann. Der Pass auf Thuram und die Ablage im 16er auf Hofmann zurück war etwas ungestimmt. Die Bremer klären das Ding erstmal und hauen den Ball raus. So, Thuram am Boden. Mal schauen, was da gerade los ist. Hier gerade übrigens der Angriff, gerade im Hintergrund. Thuram scheitert da. Bei dieser Chance, die wir gerade nicht kommentiert haben konnten, weil es das Bild gefehlt hatte. Das war ganz schnell im Umkehrschluss passiert. Aber es gibt einen Eckstoß hier, Borussia Mönchengladbach. Das kann ich euch noch oben drauf werfen. Und die Frage, die hier gerade im Chat aufgetaucht war, was sind das für Wettbewerbe hier unter der Cam? Das sind alle Wettbewerbe, die wir hier live kommentieren für euch auf Antenne Ball. Und die Gladbacher gingen gerade direkt im Hintergrund den nächsten Eckstoß von der rechten Seite. Sie sind auf jeden Fall die klar bessere Mannschaft. Die Richtung ist klar, dass es heute wohl möglich ein Sieg wird, wenn sie so weitermachen. Es müsste nur langsam aber sicher mal der zweite Treffer her für die Fohlenelf, für das Team von Daniel Farke. Nächster Eckstoß von der rechten Seite. Nächster Standard. Ball kommt wieder auf den 16-Meter-Raum, gespielt auf die Kante und dann ist es diesmal der Abschluss von Neuhaus, der übers Tor geht. Das war Park Stockwerke auf jeden Fall zu hoch. So, Wechsel bei den Bremern. Füllkrug will was zu trinken haben, der Kapitän. Heute zum allerersten Mal Kapitän in einer Bundesliga-Saison. In einem Bundesliga-Spiel, um es eher mal so auszudrücken. Und Bremen wechselt gleich zweimal. Wir haben unter anderem Romano Schmid, der kommt rein für Niklas Schmidt. Das ist der Wechsel Nummer 1. Und dann haben wir noch Fabio Chiarodi, ja, der geht raus. Und Lee Bjukinen kommt rein. Also die Bremer werden dann auch wahrscheinlich umstellen. Wie sie umstellen werden, werden wir dann gleich erst sehen können während der Begegnung. Aber erstmal Lee Bjukinen im Spiel für den 17-Jährigen, der das eigentlich ganz solide und ganz gut gemacht hatte heute an diesem Abend. Sein Startelfdebüt mit 17 Jahren für den SV Werder Bremen. Und so schaut es dann jetzt aus hier bei SV Werder. Die Aufstellung, die neuen Männer. Links Jung in der Dreierinnenverteidigung, also aktuell zu vermuten. Noch Bjukinen, Stark und Pieper. Rechts haben wir Weiser auf der 6 Gruev und davor Stay mit Romano Schmid und Dirk Schmidt-Füllkrug im Sturm. Immer noch Kone, 64. Minute. Hier nochmal der Hinweis auf das Programm morgen bei uns auf Antenne Ball mit Ausrufezeichen Streamplan. Bekommt ihr unseren Streamplan für das Wochenende bei euch im Chat auch einmal angezeigt und könnt dann jederzeit mit rausschauen, was ihr erleben werdet. Jetzt kommen die Bremer. Achtung, die Bremer kommen mit Doksch, die große Chance, der Ausgleich ist da, 1:1 Tor. Werder Bremen ist zurück. Marvin Dirksch, der das wunderbar macht, lässt er erstmal Omlin austanzen und dann noch einen defensiven Mann, den ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht erkennen konnte. Ich glaube, es war Itakura. Und der Ausgleich für Werder Bremen hier in der 65. Minute. Tor für Werder Bremen. Wir schauen auf die Wiederholung. War es abseits? Ja oder nein? Nein, war es nicht. Klasse Pass von Romano Schmid direkt in den Lauf von Marvin Dirksch und ja, richtig gesehen von mir, Omlin tanzt da raus und dann noch Itakura und dann hat er freies Tor und schiebt den Ball rein zum Ausgleich hier in der 65. Minute. Werder Bremen ist zurück im Spiel und das wirklich aus dem Nichts, aus dem Nichts. Und da haben wir es doch,
Ein Spiel im zweiten Durchgang mit Toren, die wir zu sehen bekommen. Marvin Dux, er kann es doch noch. Siebtes Saisontor, auch für ihn schon mittlerweile. Auch er ist fleißig am Netzen, obwohl er sich selber so ein bisschen in der Krise gesehen hatte. Liegt aber daran, weil er sich natürlich gerne messen würde mit einem Niklas Füllkrug in der Spitze. Bremen in der ersten Halbzeit sehr kämpferisch stark gewesen, hatte gute Möglichkeiten gehabt, auch schon ein Tor zu erzielen. So viel steht fest. Im zweiten Durchgang muss man aber anerkennen, dass die Gladbacher hier auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren. Aber es scheint das goldene Händchen gewesen zu sein jetzt hier gerade. Diese Auswechslung von Niklas Stark mit Romano Schmidt neuen Spiel reinzubringen. Dieser Pass war wirklich Weltklasse auf Marvin Dux. Und Marvin Dux bringt die Bremer zurück ins Spiel und erzielt den Ausgleich. Pech gehabt. Gladbach, wenn man so mal ausdrücken möchte, die hatten genügend Chancen gehabt, hier auf ein 2:0 stellen zu können. Remy schreibt, ach sei leise, es war verdient. Elvedi. Spielaufbau hinten über die Verteidigung, über Itakura und die Bremer rücken sofort mehr mit nach vorne. Die wollen jetzt noch mehr. Der Treffer kann richtig, richtig viel Mut mitgeben. Und das hat Lee auch schon vorhin einmal gesagt oder Werner in der Pressekonferenz gesagt. Er will hierher reisen in den Borussia Park und weiß, dass die Gegner alles abverlangen werden, dass es große Schwierigkeiten geben kann. Aber er möchte, dass seine Mannschaft mutig spielt, so wie es meistens in der Saison auch gewesen war und ist. Und so ist es auch heute der Fall. Sie spielen ja mutig mit. Hatten dennoch gerade eben aber schon das eine oder andere Mal Glück gehabt, hier nicht den zweiten Gegentreffer zu kassieren. Dass sie ein Tor erzielen, das auf jeden Fall ist verdient. Richard Streit, willkommen bei uns auf Antenne Ball. Schließt hier die Mitgliedschaft ab. Schöne Grüße gehen raus an dich. Und die Bremer, sie kommen jetzt auch Richtung Kasten. Der Gladbacher müssen jetzt mal abdrehen. Niklas Füllkrug, der Captain, der Mann, der heute die Binde trägt. Weiser, Füllkrug, gerade auf der rechten Außenbahn unterwegs. Da sieht man ihn eher weniger im normalen Spiel. Stark, die Bremer gerade in einer wirklich guten Ballstaffette. Jens Day, links raus. Auf Ion. Das ist Lee Birkenen. Die Hereingabe kommt nicht an. Ball in Seiten aus. Einwurf für Werder Bremen in der Offensive. Romano Schmidt. Und den Ball kann Gladbach ins Tor ausretten. Es gibt Abstoß für Borussia Mönchengladbach. So, auch hier möchten wir das Tor mal kurz ergänzen. Auch hier möchten wir es kurz mal anzeigen. 1:1. Und jetzt kommt Gladbach über Netz. Und Achtung, da ist Stindl übers Tor. Durchatmen angesagt für die Hintermannschaft der Bremer. Beiden Mannschaften bleiben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit, um hier vielleicht am Ende doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Zwei Tore haben wir jetzt zu sehen bekommen, eins auf jeder Seite. Einmal Thuram, einmal Dursch. Auf beiden Seiten haben die Stürmer genetzt. Und da würde ich mal sagen, neue Umfrage für euch im Livestream-Chat. Ball gewinnt Neuhaus, Höhe der Mittellinie. Umschaltspiel scheitert an dem starken Linksverteidiger heute von Werder Bremen an Anthony Jung. Also, neue Umfrage für euch in den Chat. Gibt es hier am Ende noch einen Sieger, ja oder nein? Die Frage wird jetzt sein an euch da draußen, an die Community. Spielaufbau bei der Borussia.
Gerne mit abstimmen in der Umfrage jetzt live im Chat. Und zwar, wer macht's heute? Jetzt Gladbach hier noch machen, mit Bremen noch machen oder bleibt es hier beim 1:1? Also gerne, gerne mitmachen. Und gerne eure Meinung preisgeben. 20 Minuten noch zu spielen. Und jetzt wäre es aktuell wieder das allererste Unentschieden seit dem 17. Ich korrigiere einmal löschen, was ich gerade gesagt habe. Ich baue den Satz nochmal neu auf Deutsch. Es wäre nach 17 Spielen ohne einem einzigen Remis endlich mal wieder Zeit für den SV Werder Bremen, denkt man sich als Liebhaber von Statistiken. Aber Werder kennt halt nur Hop oder Flop, Top oder Flop. Und jetzt haben sie natürlich Blut geleckt. Nach diesem Ausgleichstreffer von Marvin Dodge, der sensationell herausgespielt war, dieser Basispass von Romano Schmid. Jetzt möchte man hier auch noch mehr mitnehmen. Die zwei Punktgleichen an diesem 25. Spieltag. Derzeit stehen beide Mannschaften bei 31 Zählern im Tabellenmittelfeld. So, die Bremer könnten eventuell kontern. Niklas Füllkrug spielt den Ball rechts unten raus, wieder auf Mitchell Weiser. Der macht wieder gute Meter im Duell hier gegen Neuhaus. Die Bremer nochmal dran. Füllkrug, die Flanke rein Richtung 16er, abgeblockt. Und Kone ist da und kann den Ball sicher zurückgewinnen für die Gladbacher. Kaum spreche ich es aus, wie so oft immer in meinem Kommentieren, verliert er wieder den Ball. Aber die Gladbacher haben sofort wieder reagiert. Starker Ball hier auf Jonas Hofmann. Achtung, Hofmann im 16er bei den Bremern. Wird gestellt von Pieper. Thüram. Markus Thüram. Der Abschluss in die Arme vom Schlussmann Cetera. Kein Problem für den Torwart. Blicken wir mal drauf auf die allerersten Ergebnisse hier in der Umfrage. 50% von euch sagen, die Gladbacher machen es hier. 28 sagen, Werder Bremen macht es. Und 20% sind dafür, dass es beim Unentschieden bleibt. Und die Gladbacher kommen erneut aufs Tor. Das ist wieder Jonas Hofmann da. Ist Stindl. Stindl! Und klasse Blockade von Zetterer. Ball immer noch heiß. Neuhaus. Neuhaus! Tor! 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 Gladbach 2:1. Neuhaus mit dem Volley. Und Gladbach führt erneut. 73. Minute. Die Antwort auf den Ausgleich. Florian Neuhaus per Volley. Nachdem Zetterer erst wunderbar pariert hatte. Wir schauen auf die Entstehung. Stindl, der Kapitän, treibt den Ball mit nach vorne. Spielt Ball raus, rechts auf Jonas Hofmann. Der sieht Stindl am Elfmeterpunkt stehen. Und dann erst die Parade von Cetera. Und dann draußen aus rund 16 Metern Volley mit dem linken Außenriss. Mit viel Effekt ins lange Eck an Cetera vorbei. Und der 2:1-Führungstreffer. Der nächste Führungstreffer somit für Borussia Mönchengladbach an diesem heutigen Abend. In der 73. Minute. Durch Flo Neuhaus. Drei Tore im zweiten Durchgang. Ja, da haben wir es doch. So wie wir uns das gewünscht haben. So wie wir es erhofft haben. Unterhaltung im zweiten Durchgang. Und übrigens, jetzt wäre mein Ergebnistipp in Kicktipp richtig. Aber wir schauen drauf, ob da noch was geprüft wird. Für mich gibt es da nichts zu prüfen. Erstes Saisontor für Florian Neuhaus. Und so ist es. Das Tor zählt. Spiel geht weiter. 2:1-Führung für die Gastgeber, für die Fohlen. Und die Bremer müssen genauso weitermachen, wie sie gerade eben aufgehört haben eigentlich. Die nach dem Auswärtstreffer richtig ins Spiel reingekommen sind wieder. Ole Werner überlegt auf der Ersatzbank. Was kann er machen? Wen kann er noch bringen? Vielleicht einen Dingschi nochmal reinbringen. Ja, und dann in Farke, vielleicht wäre es mal an der Zeit, mal wieder in die Kabine zu gehen. Vielleicht bringt es ja Glück für die Borussia, für die Borussia Mönchengladbach. Die Nordkurve macht gerade gut Stimmung. Sie hoffen auf endlich mal wieder einen Sieg. Es wäre der 42. Sieg in der Bilanz gegen den SV Werder Bremen. Und Gladbach macht weiter.
Neuhaus. Der Ball bei Stindl. Macht das Spiel breit. Wieder Neuhaus, wieder Skelly. Das wird Abseits sein, so ist es. Skelly, der steht da ein paar Meter zu weit in der Offensive. Richtige Entscheidung, der ist unterbrochen. Denn jetzt gibt es den Wechsel und zwar bei Gladbach. Markus Thuram geht raus und für ihn Alisson Plea neu auf dem Platz. Plea, der letzte Woche noch von Anfang an gespielt hatte gegen RB Leipzig beim 0:3 der Niederlage in Leipzig. Und jetzt darf Plea reinkommen. So schaut es dann logischerweise jetzt auch aus hier auf dem Spielfeld bei Borussia Mönchengladbach. Das ist die Aufstellung gerade mal eingeblendet für euch. Im Tor nach wie vor natürlich Omlin, die Viererkette davor mit Netz, Elvedi, Itakura und Skelly. Die Doppel-Sechs mit Kone und Kramer. Und dann im Mittelfeld haben wir Stindl, Neuhaus, Hofmann. Und jetzt im Sturm neu im Spiel Alisson Plea für Markus Thuram, der das 1:0 heute am Abend erzielt hatte. Ein Spiel geht 90 Minuten, schreibt Timmy rein. Das wären eigentlich 3 Euro ins Phrasenschwein. Sei froh, dass wir das hier nicht haben. Aber da hast du recht. Und jetzt kommt Alisson Plea mit dem nächsten Angriff. Der Ball im 16er. Er muss aber abdrehen, weil dort nicht der Stark in den Zweikampf gehen wollte. Neuhaus hat Platz zum Schießen. Traut sich nicht, legt ab auf Lars Stindl. Nochmal Netz. Gladbach hat das Spiel jetzt gerade gefühlt wieder unter Kontrolle. Kone. Ja, da wollten die es zu schön machen und Bremen könnte kontern, wenn es die Möglichkeit geben würde. Über Romano Schmid wird hier gelegt und das müsste Freistoß geben und könnte auch eigentlich mal die erste gelbe Karte geben am heutigen Abend. Auf die warten wir nämlich noch. Die haben wir noch nicht gesehen. Danke von Romano Schmid, die war gut gedacht. Am Ende haben da ein paar Zentimeter gefehlt auf den Kopf von Niklas Füllkrug, Ball im Arm von Omlin und Gladbach schaltet direkt um. Als hätte es eine Ansage gegeben, kein Abseits von weg oben, Alisson Plea, Hofmann kommt mit, Hofmann! Und trifft das Luftloch, keine Abschlusschance für ihn. Klasse Konter, klasse rausgespielt über Alisson Plea und er passt rein auf Hofmann, der den Ball dann nicht mehr erwischt. Großes Glück für die Veteraner Hintermannschaft. Es hätte das 3:1 sein können. Einwurf, Gladbach, Netz in der Offensive auf der linken Seite, sehr nah am 16er der Bremer dran. Und jetzt treibt es ihn wieder mal ganz weit nach hinten, Netz. Später hinten auf Elvedi, nehmen auch Itakura mit ins Spiel. Und wir haben noch knappe 12 Minuten hier zu spielen, plus der Nachspielzeit, die uns noch erwarten wird, die werden wir jetzt auf jeden Fall bekommen, im zweiten Durchgang, so viel steht fest. Na, Stindl, nächstes Umschaltspiel, nächster Konter, der Gladbacher, aber gut aufgepasst hier gerade von Mitchell Weiser. Der ist mit einer der wichtigsten Spieler bei Werder Bremen dieses Jahr, so viel steht fest. Spielt eine unfassbare Saison, nicht nur in dieser Erstligasaison, nein, auch schon in der Zweitligasaison war er einer der wichtigsten Männer auf dem Platz. Romano Schmid verliert den Ball hier gegen den stark arbeitenden Neuhaus, der sich heute auch endlich mal belohnen konnte mit seinem ersten Saisontor. Starker Pass von ihm, Neuhaus, auf Hofmann! Außennetz! Und dann geht die Fahne auch hoch. Glück gehabt für die Veteraner Hintermatch wieder. Fahne da oben. Glück für die Hintermannschaft der Veteraner. So, liebe Bremen-Fans, liebe Gladbach-Fans, ich würde sagen, es ist mal wieder an der Zeit, auch hier im zweiten Durchgang den Chat einmal aufleuchten zu lassen. In den Vereinsfarben eurer Vereine. Anhand der farbigen Emojis. Lasst doch gerne mal den Chat aufleuchten in grün-weiß oder in grün-weiß-rot. Die Farben eures Vereins. Spammt gerne mal den Chat kurzzeitig voll. Und lasst uns mal sehen, wie sehr ihr euren Verein, eure Mannschaft hier supportet im Livestream-Chat. 10 Minuten noch offiziell. Elvedi. Kramer, der da hinten sich ab und zu mal reinfallen lässt, übrigens in die Innenverteidigung.
und nimmt die Bälle dann selber mit nach vorne. Gerade hier zu sehen, der ist in der Innenverteidigung selber höchstpersönlich unterwegs. Wahnsinn. Ein Mann überall, aber warum sage ich eigentlich Wahnsinn? Es ist mittlerweile der moderne Fußball geworden. Der moderne Fußball vor allem bei einer Viererkette. Da gehen die zwei außen mit nach vorne. Das wäre dann hier also Skelly und Netz. Und dann lässt sich meist immer einer fallen aus der Sechserposition in die Innenverteidigung. Und das wäre heute hier Chris Kramer. So, das war auf jeden Fall robust reingerutscht von Mitchell Weiser, der da Alisson Blair einmal abräumt. Aber Tobias Reiche, der Unparteiische, bleibt nach wie vor seiner harten Linie treu und lässt die Karten stecken. Es gibt keine gelbe Karte für Mitchell Weiser. Ah, ich korrigiere. Jetzt sagt er sich doch, gut, komm, weißt du was? Mitchell, ich gebe dir mal eine gelbe Karte mit. Das dürfte die allererste gelbe Karte sein heute in diesem Spiel. 21 zu 4 Torschüsse, so viel Borussia Mönchengladbach, das stimmt. Kann ich nur so unterstreichen. Tobias Lotz hat das super, super gut recherchiert. Sechste gelbe Karte insgesamt für Mitchell Weiser. Und nun der nächste Wechsel bei Werder Bremen. Krujev geht raus und Maximilian Philipp kommt rein. Vielleicht ist er ja der Wundermann. Bis hier noch kein großer Top-Transfer. Maximilian Philipp, ein Mann für die Offensive. Somit würde ich mal behaupten, dass die Bremer es jetzt dann so angehen hier auf dem Spielfeld. 82. Minute, wir schauen mal nochmal auf den Chat, was hier gerade so abgeht, wie viele grün-weiße Herzen hier alle reinflattern. Auf jeden Fall viele. Mitchell Weiser, Füllkrug, starker Zweikampf von LWD, ganz starker Zweikampf, Umschaltspieler Klappmacher, 3 gegen 5. Die Bremer sofort hinter dem Ball und arbeiten alle mit, das ist wichtig. Nicht, dass man eine Unterzahl gerät hinten bei einem möglichen Konter der Fohlenelf. Kone, LWD. Kramer, der jetzt wirklich sich hinten eingefunden hat in der Defensive. Morgen geht es dann weiter bei uns ab 15.30 Uhr mit Augsburg gegen FC Schalke 04 live bei uns auf Antenne Bay. Und danach das Topspiel mit Marvin als Kommentator bei uns. Dortmund, die empfangen den ersten FC Köln. Köln überhaupt nicht gut drauf momentan. Und jetzt kommt wieder Gladbach. Stindl, 20 Meter hätte Abschlusschance, versucht's. Wird gestört, kein Foulspiel. Bleiben trotzdem am Ball. Neuhaus. Und Stindl zeigt es an, der kann nicht mehr. Der hat sich da wohl Schmerzen zugezogen. Somit müsste Gladbach den Ball jetzt ausspielen. Das machen sie auch. Und Stindl wird jetzt hier gleich behandelt. Auf dem Platz, da bin ich mir sicher. Das sah auch sehr hart aus, dieser Einsatz. Wir schauen mal drauf, ob alles fair war. Ja, war fair, war kein Foulspiel. Maximilian Philipp war es, glaube ich. Der den Fuß Richtung Ball orientiert. Instellt, trifft auch nur den Ball und dann aus dem Ausholen beim Schussversuch von Lars Stindl trifft Lars Stindl dann den Fuß von Maximilian Philipp. Hat ihn halt nicht kommen sehen. Kein Foulspiel. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmes dabei rumgekommen ist gerade bei diesem Zusammenprall. Ja, lieber Aaron, ich glaube, das steht da nicht mehr drin, weil Marvin da wohl rumgefuchtelt hat. Ich sehe es auch gerade. Weiß Bescheid, was ich dann wieder ändern werde. Wir kommen hier immer neutral. Trotzdem kann man nochmal zeigen und dazu stehen, wer es im Flaggemann zeigt. Also ganz verstehe ich nicht, warum man das rausgenommen hat. Muss man nachbauen bei Marvin. Aber egal. Stindl humpelt, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht aber ist, dass es von den Ärzten einen Daumen nach oben gab, nach außen Richtung Daniel Farke. Kramer übernimmt trotzdem mal die Kapitänsbinde, weil Stille sicherheitsgemäß erstmal rausgenommen wird. Sind mal gespannt, was dort die Diagnose sein wird bei Lars Stille. Auf jeden Fall alles Gute und gute Besserung an ihn, der jetzt hier die Sprechchöre zu hören bekommt im Borussia Park. Der Mann, der gegen Werder Bremen unheimlich gerne netzt, insgesamt 9-mal, 8-mal in der Bundesliga, 1-mal im DFB-Pokal, das habe ich heute des Öfteren schon gesagt, verlässt jetzt hier den Platz in der 85. Spielminute.
5 Minuten noch zu spielen. Die Bremer müssen einen Gang zulegen, um hier noch irgendwie den Auswärtstreffer erzielen zu können. Maximilian Philipp ist jetzt einer der neuen Offensivleute vorne auf dem Platz, was noch zusätzlich Gefahr bringen soll. Aber seit der Einwechslung gab es noch keinen möglichen Angriff für die Gäste in den schwarzen Trikots. Die Zeit rennt definitiv weg dem Team von Norde Werner. Erst einmal vielleicht Mitchell Weiser die Flanke rein für Krog. Hinten wäre Maximilian Philipp gewesen. Vertändelt den Ball. Jens Day erobert sich den Ball zurück. Übrigens muss ich sagen, Jens Day, er gefällt mir bei Bremen immer mehr und mehr. Macht viele Meter und hat auch sehr viele, sehr gute Zweikampfaktionen. Nur im Abschluss und im letzten Pass auf den Mann, da fehlt ihm so ein bisschen das Glück. Aber im Allgemeinen finde ich Day nicht ganz so verkehrt. So, jetzt eine kleine Mini-Rudelbildung zwischen Hofmann, Neuhaus und der gegnerischen Mannschaft, der ganzen Bremer Truppe. So, und jetzt kriegt auch Neuhaus die gelbe Karte aufgrund des Meckerns. War relativ unnötig. 3,5 Minuten vor Schluss. So, Wechsel. Jens Day geht raus und Aaron Dingschi kommt rein. Der Deutsch-Türke, auch mal einer für die Offensive. Nicht ganz so wirklich von Erfolg gekrönt, aber vielleicht platzt hier der Knoten heute hier. In den letzten 3 Minuten. Eckball für Bremen von der linken Seite. Ecke kommt. Ecke kommt, die ist gut. Und es dürfte den nächsten Eckstoß geben. Aber sie kriegen ihn nicht. Aaron Dingschi hätte da beinahe mit dem ersten Ballkontakt mal direkt für Gefahr sorgen können. Es geht Abstoß. Ole Werner zeigt direkt an den Unparteiischen. Achte bitte mir bloß auf die Spielzeit. Dass jede Sekunde, die hier versucht wird zu schänden, nachgespielt wird für unsere Mannschaft in dieser Begegnung. Abstoß für Borussia Mönchengladbach. Omlin schlägt den Ball weit raus nach vorne Richtung Alessandro Blair. Netz. Die Bremer sind am Verteidigen, schaffen es gerade nicht. Die Spieleröffnung von Borussia Mönchengladbach war schlau. Alessandro Blair am 16 Meter Rand. Starker Ballgewinn von Maximilian Philipp. Legt den Ball vorbei an Blair. Philipp macht das gut und Kone mit einem wunderbaren Einsatz über der Mittellinie. Holt den Ball sich zurück für die Fohlen. Kone versucht den Pass auf. Alessandro Blair in den Lauf, in den 16er rein. Aber gutes Stellungsspiel der Hintermannschaft bei den Bremern über Amos Pieper und auch über Niklas Stark. Die Bremer jetzt mit einem Umschaltspiel über die rechte Außenbahn. Mitchell Weiser wird das Spiel in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden nochmal richtig hitzig. Nochmal richtig spannend. Dingschi, Tor, Tor, Tor. Bremen mit dem Ausgleich. Marvin Dutsch, Doppelpack. Die Bremer machen es. Marvin Dutsch mit dem Ausgleich. In der 89. Minute. Ja, bist du deppert? Was ist denn das für ein Spiel hier im zweiten Durchgang? Marvin Dutsch aus rund 15 Metern ins lange Eck. Keine Chance für Omlin. Entstanden alles durch die Eröffnung. Wieder mal über Mitchell Weiser seine rechte Seite. Die beherrscht er ohne Ende. Mitchell Weiser und dann diese lange Flanke rein. In den 16er, an den 16 Meter Rand und Füllkrug, der lässt droppen, der lässt einfach mal kurz den Ball liegen für Marvin Dutsch. Der will den genau da haben und schiebt den dann rein ins lange Eck. 2:2 der Auswärtstreffer. Werder Bremen ist zum zweiten Mal am heutigen Abend zurück im Spiel. Wahnsinn! Was für ein grandioser, unterhaltsamer Abend hier zu Beginn des 25. Spieltags. 8. Saisontor von Marvin Dutsch. Dutsch und Füllkrug. Was wäre nur ohne diesen beiden? Ohne den zwei wirklich selbsternannten hässlichen Vögeln. Die offizielle Spielzeit jetzt gleich hiermit offiziell rum. Doppelt gemoppelt in einem Satz. Mal schauen, wie viel Nachspielzeit es geben wird. Und mal schauen, ob irgendeine Mannschaft hier die 3 Punkte noch wirklich mitnehmen will. Bremen wieder auf dem Weg nach vorne. Wieder über die starke rechte Außenbahn. Über Mitchell Weiser.
der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber hier gefühlt wie ein rechter Offensiv-Mittelfeldspieler wirkt. Starke Begegnung wieder mal von ihm. Der Ball von ihm aber allerdings weniger stark. Sofort in den Armen von Omlin. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf. 4 Minuten gibt es hier obendrauf an diesem heutigen Abend. Gerne auch nochmal unsere Mods rein in den Chat damit. 4 Minuten Nachspielzeit. Unterhaltung pur. Letzten 3 Minuten in dieser Nachspielzeit, die es gibt. Tobias Reichel hat die Begegnung vollkommen im Griff gehabt an diesem Abend. Den können wir mal ganz lobend erwähnen. Super Leistung vom Schiedsrichter heute. Genauso wie auch vom gesponnen Benedikt Kempkes und Christian Bandowski. Bremen kommt nochmal. Links außen ist wieder Doksch. Der legt ab rein auf Maximilian Philipp. Handspiel gefordert. Spiel läuft erstmal weiter. Der Kölner Keller mit Günther Perl wird sich das auf jeden Fall anschauen. Und die Gladbacher möchten jetzt hier kontern über Alisson Player. Ball ist über der Mittellinie, in der gegnerischen Hälfte. Die Gladbacher sind am Ball. Nochmal in Neuhaus. Im Zusammenspiel mit Jonas Hofmann und Kone. Bremen komplett am Verteidigen. Alle 7 Stück insgesamt sind es, die da hinten eine geführte Linie bilden. Vorm 16er, damit bloß kein einziger Ball überspielt wird oder durchkommt. Und jetzt haben sie den Ball auch gewonnen und könnten kontern. Das könnten sie über Ehren Dingschi. Immer noch Dingschi. Und jetzt verliert er den Ball gegen den starken Elvedi. Aber Bremen kriegt den Ball nochmal zurück auf der rechten Seite. Mitchell Weiser, kein Abseits. Mitchell Weiser, Hereingabe, die ist gut. Ein Gott, Dirksch! Oh, da hat nicht viel gefehlt und hat heute ihren Dreierpack auf die Beine gestellt. Marvin Dutsch mit der Chance per Kopf, aber am Tor vorbei. 92. Minute. Und ich glaube, wenn Niklas Füllkrug dort nicht vorher drangekommen wäre per Kopf, dann hätte Duxch den Ball hier selber verwandelt. Das zeigt auch gerade an hier übrigens an Niklas Füllkrug, dass Marvin Duxch den Ball eigentlich selber verwerten wollte. Da hat nicht viel gefehlt und es wäre die Drehung gewesen, des Spielstands am Ende der Begegnung. Und danke übrigens hier gerade im Hintergrund im Chat an Oliver, der hier nochmal 1 Euro raushaut bei dieser spannenden Nachspielzeit hier am Ende. Es wäre das erste Remis seit über 17 Spielen vom SV Werder Bremen und würde damit VfL Bochum alleine lassen. Denn auch Bochum hat seit 17 Spielen in der Bundesliga kein einziges Mal unentschieden gespielt. So, Spiel unterbrochen, abgebrochen. 93. Minute. Grund ist, dass Kone an der Seitenlinie lag. Im Duell hier gegen Mitchell Weiser. Oh ja, Mitchell Weiser mit der Hacke, aber ungewollt auf den Knöchel von Kone. Das ist schmerzhaft. Dürfte aber weitergehen für Manu Kone. Letzte Sekunden laufen. Wenn euch das hier gefällt, auch nicht vergessen, gerne den Daumen nach oben dazulassen. Die 150 Daumen, die sollten ja auf jeden Fall heute machbar sein und eine Pflicht sein. Bundesliga live bei uns, Champions League, Europa League, alles. Alles erlebt ihr bei uns live auf Antenne bei. Kommentiert von mir und auch von meinem Kollegen Marvin. So, gleich ist die Zeit rum und Bremen darf nochmal über die linke Seite. Romano Schmid, der hat schon einen super vorgelegt. Romano Schmid und der Ball in den Armen von Omlin. Und nun schaut Tobias Reichel auf die Uhr und es ist noch nicht vorbei. Kramer liegt am Boden. Ist noch nicht vorbei. Das Spiel wird auf jeden Fall noch ein paar Sekunden bekommen. Da bin ich mir sicher. Es ist Chris Kramer, liegt am Boden, weil er da wirklich schmerzhaft gefallen ist. Boah. Aus einer guten Höhe bei diesem Kopfballduell direkt auf den Steiß. Ah, das kann wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein. Spiel also erstmal kurz unterbrochen. Die Bremer Fans dürfen zufrieden sein mit dieser wunderbaren Mentalitätsleistung. Dieses Comeback, das ihnen gelungen ist, zweimal heute im Spiel. Zweimal war es Marvin Dorsch und Gladbach wird sich erneut ärgern. Daniel Farke wird sich erneut ärgern. Da waren heute des Öfteren die Chancen da gewesen, die Führung auszubauen. Vor allem bei der 1-0-Führung. Man hätte auch 2-0 stellen können. Man hat es nicht getan. Man bekam den Ausgleichstreffer. Und siehe da, nun haben wir hier nach insgesamt 95 Spielminuten einen Spielstand von 2-2.
der im Großen und Ganzen hat aber auch vollkommen in Ordnung geht. Die Bremer, die kämpferischere, mutigere Mannschaft, die klappere, die Mannschaft, die heute hier mehr Spielanteil hatte, die größeren Chancen hatte. Aber man hört es ja raus an dieser Tendenz. Da geht ein 2:2 dann vollkommen in Ordnung. Mit diesem 2:2 ist Bremen deutlich mehr zufrieden als dann Borussia Mönchengladbach am Ende. So, Kramer trabt erstmal nach draußen und bei Bremen wird dann nochmal ein Wechsel vorgenommen, glaube ich. Nee. Falsch. Die Bremer wechseln nicht nochmal. Mitchell Weiser möchte hier gerne den Einwurf ausführen, weil das Spiel immer noch unterbrochen ist. Weiser und Kramer, die beiden möchten rein ins Spiel und dürfen jetzt rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Tobias Reichel noch spielen lässt. Aber ich glaube, er pfeift jetzt ab. So ist es. Also abpfiff. Das Spiel ist vorbei. Werder Bremen erkämpft sich am Ende nochmal einen Punkt mit einem 2:2 durch einen doppelten Marvin Ducksch, der heute ein super Spiel gemacht hatte hier gegen Borussia Mönchengladbach. Den können wir richtig loben. Eine allgemeine starke Teamleistung von den Werderanern, die heute hier super gekämpft haben bis zum Ende. Gladbach wird sich ärgern. Am Ende haben wir 4 Tore im zweiten Durchgang erlebt. Das auf jeden Fall ist super. Das ist auf jeden Fall ein hammer zweiter Durchgang gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute hier. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Wenn ja, dann lasst, wie gesagt, gerne den Daumen nach oben da und unterstützt uns somit gerne bei uns auf Antenne bei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute dieses Spiel gemeinsam zu erleben. Es war ein interessantes Spiel gewesen. Am ersten Durchgang hätte ich schon bereits einen Treffer sehen können für die Gladbacher, die eine 100%ige Chance hatten über Markus Thuram. Aber ja, im zweiten Durchgang konnten wir erst die ersten Torschreie mit einfangen. Es war wirklich ein sehr emotionales Spiel heute gewesen und habt es bekommen gehabt. Wir schauen mal auf den Spielplan allgemein, was erwartet uns an diesem 25. Spieltag denn noch. Wir haben jetzt hier die erste Begegnung des heutigen Abends erlebt. Die erste Begegnung vom 25. Spieltag haben wir erlebt. Und zwar Borussia Mönchengladbach gegen SV Werder Bremen. Hoffenheim gegen Hertha. Dann morgen in der Samstagskonferenz zeitgleich mit dem Spiel, was wir live kommentieren, nämlich mit Augsburg gegen Schalke. Ja, und Bochum empfängt RB Leipzig, Stuttgart muss zu Hause ran gegen VfL Wolfsburg und am Abend um 18.30 Uhr das Spiel live bei uns auf Antenne bei Dortmund gegen den 1. FC Köln. Fanfreundschaft haben beide Mannschaften, trotzdem möchten beide Mannschaften unbedingt 3 Punkte haben. Das wird also ein harter, harter Kampf sein um den Sieg morgen im Signal Iduna Park. Und am Sonntag haben wir insgesamt 3 Spiele live für euch. Insgesamt 3 Spiele live für euch. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt, kommentiert von Marvin. Dann mal eine kurze Verschnaufpause für Marvin, denn dann werde ich Leverkusen gegen Bayern kommentieren für euch. Und den Abschluss am Sonntag macht dann Marvin mit Mainz gegen den SC Freiburg. Das ist der Überblick beim 25. Spieltag hier bei uns auf Antenne Ball. Und nochmal hier, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst die Daumen nach oben da. Es war mir eine Ehre, diesen Abend heute mit euch genießen zu dürfen, erleben zu dürfen. Und würde sagen, wir hören uns gemeinsam alle wieder morgen wieder ab 15 Uhr bei uns auf Antenne Ball. Einschalten nicht vergessen. Und somit jetzt den Ausklang mit ein wenig Musik und der Dank an alle, die dabei waren. Unter anderem Jan Wettpropheten, der nochmal 1 Euro raushaut als kleine Spende. Vielen lieben Dank. Danke auch hier an Dennis, der dabei war, an PK, an Luise in Saarbrücken, die dabei waren, Alex, MJ Now, der schreibt rein, gut kommentiert, vielen lieben Dank an diese positiven Rückmeldungen, die ich hier lesen darf. Freut mich zu hören. Und somit ein schöner Abend an euch. Genießt den Freitagabend, kommt gut den Samstag rein und genießt jetzt hier die Musik, wie immer, zum Abschluss des Streams. Bis morgen um 15 Uhr auf Antenne Ball. Bis dann. Dream and it's all I see. Get a lot of
lot of dollars. Look like I just hit the lotto. Rich, pop my collar, looking like a baller. Take shots like revolver, put the stroke so on the Palmer. Don't tell me act right. I be in my bag like I be in the fast life. Blow money like a bagpipe. I got a dream and it's all I see. It's only buckets where I'm at, where I'm from. They don't tuck it, they just shoot big buckets through the gap. You be sluggish at the bat, I be Kirby Puckett. Sticking House of Moan Brown, stuck it to the mat. Magic fingers, like I'm Stephon Diggs. I don't like my coffee black, I like it Keyshawn Prince. Hold on to the balls, just like Marshawn Lynch. In the whip, you ain't like the I got a dream and it's all I see. Thank you.